Jetzt bitte ein Testfoto. Geht nicht mehr? Okay. Gut, wer kann dieses Klappegeräusch machen? Okay. Dann sage ich, es geht los, ja? Okay. Prost, die Dame. Prost, die Herren. Prost. Prost. Ich wollte auch mit dem Radler anstoßen. Und willkommen beim Bierdacher Podcast 296. Heute ist der wie? Der 14. glaube ich. März 2017. Wir befinden uns beim Garib in der Zypresse. Dies ist historisch gesehen die erste Bierdacher Podcast Aufzeichnung auf Video. Und heute sind bei mir, nicht im Bild, der Karl. Ebenfalls nicht im Bild. Der Dennis. Voll im Bild der Horst und ich bin die Ronda. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich von Jörg, sowie mit Unterstützung unserer Flatterer, unserer Patreonen und unserer Feedbackler und Hörer und Klebemonster und auf die Amazon-Kaufbuttons Drücker. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, dann fangen wir an. Haben wir Termine zum Ankündigen? Gibt es ein Klavierkonzert? Nicht jetzt einen neuen Termin. Ich habe die letzte öffentliche schon gesagt, aber es wird bald. Wiederholen. Ja, im Juni, 21. Juni, im Bezirksmuseum Floridsdorf, ich glaube um 19 Uhr. Ich bin nicht ganz sicher, am besten mal, es ist diese Bezirksfesttage oder so von Floridsdorf. Von euch Termine? Nein, ich hatte keine Termine. Allerdings vom Stefan, Critical Mass am Freitag. Termin von dir? Fällt mir aktuell. Nächste Brummentechniker-Konferenz ist schon angekündigt. Nein, ist noch nicht, aber ich schätze mal nächstes Jahr. Ich kann ankündigen, die Pi Days im Rahmen der Linux-Wochen Wien am FH-Technikum, und zwar 5. und 6. Mai 2017. Bitte auf den Shownotes nachlesen, falls ich den Termin jetzt... Überschneidet sich das nicht dann mit den Linux-Wochen in Wien? Das ist sozusagen ein Appendix zu den Linux-Wochen. Die sind von... Also eine Location und... Die Attention sich da dran. Sind vom 4. Die gehen schon einen Tag früher los, ja. Und die Linux-Tage in Graz? Die weiß ich nicht auswendig. Wenn wir schon Mai gehen, ich denke mal, so wie immer die Woche davor, Freitag, Samstag. In den Show jetzt bitte nachlesen, wo sie hoffentlich von irgendjemandem korrekt eingetragen werden. Ja. Ach, der irgendjemand ist echt zuverlässig. Tja, Termine haben wir gemacht. Machen wir einen Teaser, ne, worüber wir reden. Dennis, hast du uns ein schönes, vorbereitetes Thema mitgebracht aus deinem Leben? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Ja, eigentlich hatte ich eins. Du hast doch gesagt, du hast eine wichtige Entscheidung gekauft. Ah, ja, danke. Genau, richtig. Ja, ich habe mir Lautsprecher gekauft und darüber kann ich mal sprechen. Karl, hast du etwas? Ja, ich kann endlich über XCOM 2 reden. Ja. Und Total War, Warhammer und was könnte ich auch reden? Ja, es gibt einen neuen japanischen Film, die im Kino gespielt wird im April, und da gehe ich hin. Und heute bei uns zu Gast Ronda. Ronda, du warst? Ich war letzten Samstag auf der Women Tech Makers Konferenz Wien, die sehr interessant war. Und wir haben dann einige Vorträge angeschaut. Und ich habe mir auch ein interessantes Brettspiel besorgt. Mhm. Zu Weihnachten schon, aber nachdem ich jetzt so lange nicht da war, dann auch mal angespielt. Wie heißt dieses Brettspiel? Mechs and Minions. Mechs and Minions, das klingt so battlemäßig. Ja, cool. Hat aber auch programmiertechnische Elemente dabei. Nächstes Mal mit mir. Gleich. Okay, und ich kann stolz berichten, ich war auf dem auf der PyCon SK, auf der slowakischen Python-Konferenz in Bratislava. Und das war es auch schon mit dem Teaser. Dennis, du schaust? Ja, da ist jemand reingekommen und Garib hat es nicht mitbekommen. Garib!
Gabi, Kundschaft! Ja. Ja. Das kann fleißig. Und was braucht man noch? Feedback-Verlesung. Der Hop hat Feedback gegeben und ich habe es wieder mal nicht. Ich habe mir vorgenommen, es zu verlesen und bin jetzt drauf gekommen, dass ich es nicht ausgedruckt habe. Er hat schon wieder Feedback gegeben? Ja, in einer der letzten Folgen. Und er hat über niemanden von uns geschimpft. Also es war eigentlich für Hop-Verhältnisse ein höchstes Lob. Es war nur eine technische Anmerkung. Lieber Hop, ich verlese es nächstes Mal. Wenn ich so, er hat auch mich kritisiert, oder? Hat er auch mich kritisiert? Er hat niemanden kritisiert. Niemand. Das ist ja für Hop, das ist so... Ich meine davor. Wie wenn von wenn du dir das bildlich vorstellst, ja, ein Feedback vom Hop, wo er über niemanden krantelt, das ist so, wie wenn der liebe Gott ja, aus einer Wolke so eine Hand runterstreckt mit einem Tafel und da steht, gut gemacht. Naja, aber Feedback soll ja konstruktiv sein. Insofern, wenn du das jetzt immer nur als Kranteln interpretierst, dann das Feedback ja nicht wirklich direkt an, oder? Doch, doch, das nehmen wir uns sehr zu Herzen. Ich habe es auf jeden Fall gelesen, aber ich war dann so erregt, dass niemand kritisiert wurde, dass ich komplett die Details, worum es eigentlich ging, vergessen habe. Tja. Und gut, Feedback, Termine, haben wir alles gemacht. Können wir anfangen, oder? Habe ich irgendwas vergessen? Nein, nicht. Und großes Lob an die Ronda, die heute live mit Shownotes tippt. Also erster Versuch von... Also möglicherweise gibt es bei dieser Sendung dann erstmals Chaptermarks. Na, gern bist du es. Technischer Fortschritt. Ja, ich habe das schon mit meiner Frau geredet über Shownotes und sie war auch wie, ja, Shownotes sehr gut, das ist sehr... Sie findet deine Frau, bitte in Detail, deine Frau findet, dass Shownotes gut sind. Ja, sie findet das sehr gute Idee, besonders für die Leute, die vielleicht für bestimmte Themen sich interessieren und nicht den Show kennen und dass die dann nicht die ganze Folge nachschauen müssen, um zu finden, das stimmt schon, ja. Also für jemanden, der sich nur für ein bestimmtes Thema und sich überhaupt nicht für einen Podcast interessiert, das stimmt. Das. Oder hauptsächlich nicht den Podcast noch kennt. Mhm. Das ist gut, ist für neue Leute. Und wenn wir schon bei Podcast und Biertaucher-Podcast sind, ich hätte ein kleines Techie-Thema und das hätte sogar Bezug auf einen Podcast. Und zwar habe ich mein Raspberry Pi mit LibreELEC upgedatet, die Software drauf. Ja, und LibreELEC ist ein Betriebssystem für Raspberry, okay. Werde ich viel später erst erzählen, also jetzt... Nicht, gehört nicht dazu, wieso, aber ich habe dann, Entschuldigung, MPD auch korrekt eingerichtet und dann habe ich... MPD ist was? Der Music Player Daemon. Okay, ja. Das ist ein nicht grafisches Programm, der läuft da einfach und man kann sich mit dem Client mit verbinden. Und dein Raspi serviert jetzt MP3-Files für dein Wohnzimmer oder was ist das? Ja, da hat eine Soundkarte und darüber habe ich auch schon öfters drüber erzählt. Jedenfalls, der Music Player Daemon läuft auf dem Raspberry Pi. Ich habe keinen Zugriff auf den Raspberry Pi und kann es vom Mobiltelefon, aber auch vom PC aus steuern und ihm sagen, er soll das oder das Lied abspielen. Der hat alle Dateien einfach auf seinem der Speicherkarte drauf. Machen. Ja. Und du hast keine externe Festplatte drauf? Nö, das ist alles auf der SD-Karte drauf. Ist so groß das? Ja, eigentlich ist es schon zu klein, 128 GB nur. Ja, aber was ich erzählen wollte, ich habe mir mal gedacht, ach, ich probiere mal einen neuen Client für MPD aus und bin dann auf Cantate gestoßen. Okay. Das ist einer für den KDE, der mir sofort ziemlich gut gefallen hat. Kann ich empfehlen, Cantate. Und der hat auch die Möglichkeit, dass man dem Raspberry Pi sagt, man möchte einen Podcast abspielen. Oho. Und dieser Client hat eine eingebaute Podcast-Suche drin. Podcatcher. Ja, funktioniert. Ja. Und ich habe mir gedacht, naja, probieren wir es doch richtig professionell mal aus. Moment mal, jetzt sage ich, du hast erstmals in deinem Leben einen Podcast gehört.
Nein, ich habe noch nicht gehört. Ich habe es nur abgespielt. Dir schnell die Ohren zugehalten. Ich meine, ich habe sicher mehr Podcasts gehört als du denn. Ja, definitiv. Ich habe noch keinen gehört. Oh mein Gott. Ja, wenn ich ehrlich bin, alternativlos und Biertaucher-Podcast habe ich jeweils schon gehört. Ah, okay. Also, aber wie ist es bekannt als Podcast-Player? Hat das irgendwelche Vorteile? Oder ist es einfach nur, dass du sowohl dein Musik-Player als auch dein Podcast-Player in einem Play? Ja, das ist nämlich das Interessante. Die meisten MP... die Clients haben keine Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt einen Podcast abspielen. Aber können das nicht diese beim Ubuntu standardmäßig mitgelieferten? Das ist ja alles ohne MPD. Und ich was ist jetzt MPD? Ich kapiere MP3. Okay, MPD ist ein Programm, das dafür da ist, Musik abzuspielen. Okay. Das mehr kann es eigentlich auch nicht. MPD ist das, was auf deinem Raspi läuft. Ja, genau. Und für den brauchst du einen Client. Und dafür brauche ich einen Client, damit ich dem MPD sagen kann, spiele bitte das ab. Okay. Der MPD kann grundsätzlich schon Podcasts abspielen. Ja. Das wusste ich auch schon, weil meine Freundin schon Internetradios, also meine Ex-Freundin, Internetradios abgespielt hat damit. Und ich selber persönlich nicht. Und mir fehlte halt noch ein passender Client dafür. Und ich habe mit Cantate, ich glaube, er heißt Cantate, mit C geschrieben übrigens, einen Client gefunden, der... Aber du hast doch gesagt, das ist ein KDE-Programm, das ist doch... Ja, das fand ich auch etwas komisch. Ja, das ist ein KDE-Programm und normalerweise fangen alle KDE-Programme mit K an. Der fängt mit C an. Na gut. Okay. Ja, jedenfalls, der hat auch eine Podcast-Suche. Okay. Und das ist etwas Neues, weil bisher die ganzen MPD-Clients wie NCMPCPP, das ist mein Lieblings-Client. Ach, mein Gott, da musst du den ganzen Käse mitschreiben. Und MPC waren alles meine Lieblings-Clients, aber mit Cantate habe ich ein grafisches Programm mal gefunden. Okay. Welches auch eine Podcast-Suche hat. Aber ich scheitere jetzt an einem sehr prinzipiellen Verständnisproblem. Du hast einen kleinen Raspberry Pi mit einer SD-Karte, wo ganz viel Musik drauf ist. Ja. Soweit kapiere ich es noch. Ja? Ja. Und jetzt gehst du in dein Wohnzimmer, wo dieser Raspberry Pi jetzt Tage und Nächte lang gelaufen ist, obwohl niemand im Haus war und der hat nur Strom verbraucht, falls jemand kommt, der plötzlich Musik hören will. Das kapiere ich auch noch. Ja? Was ich jetzt nicht kapiere, ist, dass der Dennis nach Hause kommt, seinen Laptop einschaltet, der wesentlich mehr Strom braucht als der Raspberry Pi, auf dem Laptop einen grafischen Client ankeuert, der dann dem Raspberry Pi sagt, er soll jetzt ein Musik spielen, worauf der Raspberry Pi die ganze Zeit gewartet hat. Ja? Und was ich mir jetzt so vorstelle, ist, dass der Laptop, mit dem du das machst, eine viel größere Platte drinnen hat und die Musik doch auch gleich selber spielen könnte. Okay, da müsste ich ziemlich weit ausholen, aber erst. Nur die Kurzversion. Mein Laptop läuft auch die ganze Zeit. Okay, Cantate benutze ich einzig und allein jetzt grafisch, weil es interessant ist. Ansonsten benutze ich lieber schon NC-MPC, was über die Konsole funktioniert. Und der Raspberry Pi ist an meinem Fernseher angeschlossen und dann kann ich über Kodi auch sagen, die besseren MPD, Boxen bitte, sozusagen. Ja, der Raspberry Pi hat meine neue Anlage halt angeschlossen. Über die sonst nachher müsstest du mühsam deinen Laptop an die tollen Boxen anschließen. Richtig, das, ja. Okay. Also, der Pi ist halt mein nicht nur für Musik da, sondern auch für Videos. Weil, aber der serviert auch andere Mediendienste im Haus. Okay. Aber ich möchte noch den Fernseher nicht einschalten, solange ich ihn nicht brauche. Also für Film anschauen, Fernseher einschalten, okay. Ansonsten möchte ich den Fernseher nicht einschalten müssen. Achso, und du verwendest nicht die im Fernseher eingebauten Boxen, sondern du hast eigene Boxen. Der Blick von... Können wir kurz rumschwenken? Ich habe das jetzt gerade nicht mitbekommen und ich glaube, ich möchte es auch nicht mitbekommen. Ich kaufe immer Monitore, die eingebaute Boxen haben. Nein. Ich höre auch nicht Musik, ich höre maximal Podcasts. Ja, ich habe es gerade gefunden, Cantata schreibt sich mit einem A am Ende. Ja. Ich habe die ganze Entschuldigung, Zeit Cantata. Verstanden. Ja, stimmt. Du hast recht. Und es ist ein Qt-Client und nicht KDE. Deswegen aber ich meine, fallst du aus der Nomenklatur raus. Ja, stimmt. Komisch, dass es da nicht mit einem Q anfängt. Quantata. Naja, ich habe da ein gesamtes
Du hast einfach Debian drauf. Oh, okay. Ja, es ist nämlich bei Ubuntu und Debian standardmäßig mit dabei. Ja, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber ich denke, ich hätte es nicht vorgeschlagen sonst. Ja. Also Fazit, du bist mit dem Cantate zufrieden, weil das ein grafischer Client ist, um deinen Raspberry Pi dazu zu zwingen, Musik auf deinen schönen Boxen zu machen. Ja. Über die Boxen spreche ich später. Okay. Das ist dann nicht mehr Technik, sondern schöner Leben. Sehr ja. Okay. Ja. Andere Themen? Ja, irgendwann würde ich auch, ich habe zwei Raspberry Pis und eine mit einer externen Festplatte, die ich mache, zum Backup-System und Musik-File-Speicher. Die andere hat eine Karte und ich würde wahrscheinlich sowas Ähnliches machen. Also du willst deine zwei Raspberry Pis? Eine hat die Festplatte und die andere ist angeschlossen an meine Boxen. Ah. So ist es ein bisschen mehr kompliziert. Und wie tauschst du die Daten zwischen den beiden aus? Also wahrscheinlich nicht mit Kopieren, sondern... Und warum schließt du nicht die Festplatte an der sowieso... Ja. Da gibt es einen Grund. Ja? Ja. Den Raspberry Pi, die an den Lautsprecher geschlossen ist, ist auch... Lass mich raten, das passt von der Farbe nicht. Nein. Das wäre jetzt ein Grund, den ich nachvollziehen würde. Nein, ist eine verstehbar. Es ist in meinem Wohnzimmer, wo ich meine Klavier habe und ich mache auch Aufnahmen dort. Ja. Und den Raspberry Pi habe ich da, dadurch, dass erstens es macht keine Geräusche. Also er stört nicht dein Klavierspiel durch einen Lüfter. Ja, zum Beispiel, ja. Und wenn ich eine externe Festplatte dran schließen würde, im selben Zimmer, würde man es hören auf den Aufnahmen. Also nur die Festplatte, selbst wenn es eine SD-Karte ist? Oder SD ist nicht groß genug. Weil du viel Musik hast. Ja, ja. So mit Ethernet verbunden zum anderen, weil es in irgendeinem anderen Zimmer ist, einen Server, Raspberry Pi, die Daten hat, wo es nicht stört, dass die Festplatte laut ist. Das ist mein System. Ja, also wir spielen ab und zu Computer und haben Voice-Chat. Mhm. Und ich habe letztens mal überhaupt getestet, wie sich das für ihn anhört. Es ist eine Katastrophe, weil mein Laptop ist so laut auf den Aufnahmen gewesen. Du klingst wie Darth Vader mit so... Die ganze Zeit. Ja, ich habe Aufnahmen gemacht. Man kann nicht einen Laptop haben mit Ventilator im Zimmer. Ja. Okay. Das ist, was man mit Raspberry Pi macht. Hier ist natürlich ein Raspberry Pi, hat keine CPU-Ventilator, hat keine Ventilatoren. Mhm. Und ich brauche grundsätzlich für Aufnehmen nur ein Record und Off-Button. Cool. Und das ist, warum ich es nicht im selben Zimmer habe. Dann würde ich sagen, leiten wir über zu Berichten von Konferenzen, wenn Sie einverstanden seid. Oder habt ihr etwas Tolles erlebt oder etwas Dringendes zu sagen? Das dauert jetzt nämlich länger. Ja, dann hören wir mal zu. Ja. Okay, ja. Rhonda, darf ich dich bitten? Du warst auf der Woman Techmakers. Ja, genau. Hast mich würdig vertreten. Ja, ich war ganz erstaunt, dass du nicht dort warst, obwohl du eigentlich aufgeführt bist als einzelner Sponsor. Ja. Was sehr nett ist übrigens von den Woman Techmakers. Jetzt muss ich mir selber das Programm noch mal kurz raussuchen, damit ich nichts vergesse zu erwähnen, was dort stattgefunden hat. Wir haben nämlich eine eigene Programm-App auch dafür gehabt. Kann man nur kurz sagen, Woman Techmakers ist, worum geht es da? Um die Unterstützung von Frauen im Tech-Umfeld. Beziehungsweise um Frauen, die halt technische Dinge machen, also nicht nur Computerei, sondern Technik ganz allgemein. Und sind da auch Männer zugegen? Die Konferenz war für alle Personen offen zum Vorbeikommen. Es war auch ein Vortrag von einer männlich gelesenen Person. Ich habe ihn nicht gefragt, ob er sich als Mann identifiziert. Okay. Aber ja. Sein Name war. Der Vortrag war auch sehr, sehr gelungen und genial. Und war es auch wieder so, dass das eine der wenigen Tech-Konferenzen ist, wo wirklich ein sehr hoher Frauenanteil ist? Es war hauptsächlich, also es war zu einer stark überwiegenden Mehrzahl Frauen anwesend. Und
bis auf den einen Vortragenden waren es auch ausschließlich Frauen, die dort vorgetragen haben. Es war eine eintägige Veranstaltung, die von 9 Uhr in der Früh bis um 6 Uhr am Abend gegangen ist, mit immer wieder kurzen Pausen dazwischen, mit zwei Tracks, beziehungsweise eigentlich einem Vortragstrack und nebenbei Workshops, die auch teilweise für Kinder gedacht waren. Gab es eine Kinderbetreuung? Oder? Betreuung in dem Sinn wahrscheinlich schon auch, aber es speziell Workshops, die auch für Kinder interessant waren. Das war mein erster Auftritt in einem Microsoft-Zentrum. Da habe ich die Kinderbetreuung, also die Kinderprogrammierkurse gemacht im Rahmen der Women Technikers. Für Microsoft? Es war in einem Microsoft-Gebäude. Microsoft hat sozusagen den Veranstaltungsort zur Verfügung gestellt. Ich habe auch Klavier gespielt im Apple Headquarters in Cupertino. Ja. Wir alle haben. Ja, der Steve Jobs, es gibt ein Plakat auf diesem Bösendorf, dass Steve Jobs hat für die Mitarbeiter von Apple diesen Bösendorfer gekauft, sodass die damit anfangen. So, wir haben eine Orchesterprobe gemacht. Okay, es war okay, nicht offiziell, aber dadurch, dass Hauern in dem Orchester viele Leute von Apple. Ja, also der erste Vortrag nach der kurzen Einführung in der Früh war einer über die 5 Elemente der urbanen Architektur. Feuer, Erde, Wasser, Luft und du. Klingt das jetzt ein bisschen esoterisch? Oder? Nein, es war wirklich sehr, sehr gelungen, weil halt in der Architektur diese Elemente durchaus einen starken Einfluss haben, zum Beispiel ja, Feuer bzw. eben auch die Sonnenenergie, die reinscheinen muss, die das Licht reinbringt, die Erde, die Umgebung, um halt die Luft eben auch mit aufzubereiten, Wasser zur Versorgung, Luft und eben, dass auch die Personen natürlich klarerweise auch ein wichtiges Element in der Architektur sind. Die Vortragende hat teils aus ihrer Erfahrung und auch ihren Werdegang zur Professur erklärt, wo sie halt zum einen die eigenen Visionen, wie sie halt angefangen hat, sich dafür zu interessieren, beschrieben hat und wie sich diese Sachen dann nach und nach eben auch verändert haben durch die Umstände, Begleitumstände in Bezug auf, ja, dass sie halt dann Kinder bekommen hat und dadurch halt das Working Abroad, also woanders als nur halt hier zu arbeiten, durchaus auch sich relativiert hat und sich die Ziele so verändert haben, was aber nicht unbedingt was Negatives ist, sondern weil halt das Leben ein Entwicklungsprozess ganz allgemein ist. Also der war. Das war die Keynote sozusagen? Nein, Keynote in dem Sinn hat es nicht direkt gegeben. Es hat eine kurze Einführungsvortrag gegeben, wo halt der grobe Rahmen in etwa umrissen worden ist. Und dann ist gleich mit den Vorträgen losgegangen. Ja, der nächste Vortrag war dann Thriving in the Macondo Virtual Reality Storytelling Workshop for Women, wo eine Dame erzählt hat, wie sie mit Flüchtlingsfrauen im Zusammenhang mit Google Cardboard ein Projekt gemacht hat, wo sie 360-Grad-Aufnahmen aus dem Raum dort gemacht hat und die dann auch mit Audio-Files, die die Personen, die die Frauen selber eingesprochen haben, unterlegt hat und was man dann eben über das Google Cardboard sich eben dann in diesen Raum, in diese Situation nochmal hineinbegeben hat können und so zum einen die Menschen abzuholen, ihnen auch eben die Möglichkeit ein bisschen geben, sich zu präsentieren, aber auch
eben den Zugang zu finden, dass sie sich auch etwas öffnen und da halt Kontakte auch da sind. Beim dritten Vortrag, Leading in a VUCA World, da steht VUCA für Volatile, Uncertain, Complex and Ambitious. Das ist irgendwie so diese Art und Weise, wie sich irgendwie Firmen auch etwas positionieren oder entwickeln und wohin die Management-Ebene geht, wo es halt primär eben ums die Leading Challenge, also die Führungsebene im Prinzip gegangen ist, wo die Dame, die für die Bosch-Gruppe arbeitet, halt ihren Werdegang auch ein bisschen erklärt hat, was ich recht interessant gefunden habe, halt eben auch in Bezug auf ja, dass sie eben Kind bekommen hat, in Karenz gegangen ist und der Firma auch gesagt hat, ja, dann und dann wird sie zurückkommen, aber wenn ein gutes Angebot kommt, kann sie sich durchaus vorstellen, früher zurückzukommen und das irgendwie zu arrangieren und das Angebot kam dann auch. Also dann früher vom Kind weg wieder zurück in die Firma. Ja, und zwar mit Teilzeit, weil halt die Kinderbetreuung durchaus was ganz essentiell Wichtiges auch ist und halt auch für die Bindung mit Kindern ganz wichtig. Und hat da eben über Führungsqualitäten und diese Veränderung, die in der Gesellschaft derzeitig in vielen Bereichen da ist, eben auch aufgeführt, wie man damit eben zurande kommt und wie sich das weiterentwickelt. Und wie sich das eben auch speziell für Frauen vereinbaren lässt, wo halt sehr häufig die Last der Kinderbetreuung ja in der Gesellschaft nach wie vor den Frauen zugeschrieben wird, wo sich Männer sehr häufig rausnehmen und wie sich das dementsprechend doch vereinbaren lässt. Magst du essen? Soll man seine Lautsprecher vorziehen? Oder? Nein, ich glaube. Du schaffst es. Ich schaff das noch. Auch wenn es sehr gut riecht. Veganes Essen wird jetzt kalt. Und ich stehe die ganze Zeit darauf. Ich sollte zumindest das Besteck in die Hand nehmen, was du zugreifen willst. Du könntest den zur Verteidigung in die Kamera halten, dass man sieht, was es gibt. Einen Falafel-Teller. Ja, mit Esme. Ja, am Nachmittag. Und sagt, du hast gesagt, es gab dann beim Essen ein Catering im Gebäude, das war genau, die Theorie. Genau, das war im alten Institutsgebäude, Elektrotechnisches Institut in der Gussaustraße. Und die Teilnahme war gratis? Die Teilnahme also war gratis, komplett, nicht nur am komplett ganzen gratis, Event gegrillt, ja. Sondern auch ein Essen. Genau. Nächstes Jahr. Die haben da wirklich ordentlich an Sponsoren was aufgestellt. Das war durchaus sehr, sehr gut. Und es war reichlich. Also es war nicht, dass es irgendwie nur zu knapp war. Haben Sie nicht beim Essen gespart? Nein. Sehr gut. Ja, Nachmittag wollte ich mir die Vorträge anschauen, die auch sicher sehr interessant gewesen wären. Der erste war Making Your Voice Heard, Open Source Needs You. Da ist mir aber dann gesagt worden, im Lego-Workshop ist noch ein Platz frei geworden, beziehungsweise mehrere Plätze. Dann habe ich gesagt, okay, mit Open Source kenne ich mich halbwegs aus, da bin ich eben tief drin im Thema. Ja. Deswegen schaue ich mir dieses Lego Serious Play an. Lego Serious Play? Lego Serious Play, ernsthaftes Spiel mit Lego. Das ist so ein Konzept, was sehr viel herumschwebt, teils auch im Managementbereich irgendwo, wo halt versucht wird, mit Lego-Teilen irgendwie Situationen nachzustellen, beziehungsweise... Familienaufstellung mit Lego-Klötzchen, oder? Nicht ganz so, aber um halt Probleme oder Situationen mit Lego-Steinen zu erklären und
Persönlich denke ich, es geht ein bisschen... Ich glaube, jeder Satz, wo Management vorkommt, ist für mich schon sofort so... Ja, aber es kam mir ein Lego vor. Ja, Lego, aber ich schaue mir vor, Management zum Beispiel... Management macht auch Lego kaputt. Persönlich denke ich, es geht ein bisschen in Richtung Rubber Duck Debugging. Das Konzept des Rubber Duck Debugging ist, dass du eine Gummiente nimmst, ja. Versuchst dieser Gummiente das Problem zu beschreiben, das du gerade versuchst zu lösen, und dadurch, dass du es erklärst, musst du es in andere Worte fassen und kommst damit relativ leicht selber auf die Lösung. Und auch diese andere Sicht auf die Situation zu bekommen, fließt eben da auch ganz stark in dieses Lego Serious Play ein. Da gibt es riesen Meetup-Gruppen, Kreuzberg. Und kannst du mir erklären, wofür Serious Play steht? Also, dass das Erwachsene machen und nicht Kinder? Oder das ist seriös. Das ist dasselbe wie pädagogisches Lernspielzeug. Aha. Dass du auch eine Krawatte tragen darfst. Ich weiß nicht. Das kann aber schon dieselbe Packung von Steinen viermal so teuer, weil dieser Serious ist. Nein, es ist ganz herkömmlich. Ich kann mir das vorstellen, dass dafür. Aber es ist durchaus ein interessantes Konzept, wenn man sich darauf einlassen kann und es nicht nur versucht, ins Lächerliche zu ziehen. Bei Spielprogrammieren gibt es nach wie vor Silly Play. Ja? Ich kann dazu was sagen, also dass ich mich wahnsinnig viel mit Lego beschäftige, sollte ja bekannt sein. Das Serious Play kenne ich nicht, außer die Preise dafür. Es gibt nämlich da richtige Workshops von Lego selbst dazu mit einem fix und fertigen Baukasten, und die Preise sind echt gesalzen. Das sind ja nicht teurer als die Lego-Technik-Modelle, die ich zu Hause stehen habe. Und aber es ist wirklich ernsthaft gemeint. Das verstehe ich jetzt aber voll. Ich als Firma möchte nicht, dass die Manager da antanzen mit den Lego, den Duplo-Boxen ihrer kleinen Kinder und sagen, so jetzt tun wir da ein bisschen unsere Firmenstruktur nachbilden. Das Interessante ist aber, dass da wirklich fast nur stinknormale Lego-Bausteine drin sind. Das hätte ich als Firma auch voll so. Verschieden farbig, sie sind wirklich bunt gemischt, sind in jedem Paket ist immer dasselbe drin, aber es sieht schon ein bisschen zufällig aus, welche Steine drin sind. Ich weiß nicht, wie die auf diese Auswahl kamen. Also ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch Probleme schafft. Bitte sag mir, dass in so einem Serious Play Management Set auch so eine kleine Anzahl von diesen Figuren drinnen ist, diese Lego-Männchen, die nur den Kopf bewegen können und die Arme so. Ja? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wobei einer eine Krawatte hat und fünf von denen haben einen Helm auf. Stimmt's? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, was noch besser wäre. Marriage Counselor mit Lego. Die Steine, die wir dort zur Verfügung hatten, da waren keine Figuren dabei. Oh. Das waren halt irgendwie auch die Aufgabenstellungen. Zum einen, wie man mehr Frauen dazu bringt, auf Konferenzen Vorträge zu halten. Okay. Und zum zweiten, wie man mehr Frauen dazu bringt, überhaupt zu Konferenzen, auch an Konferenzen teilzunehmen. Und das habt ihr jetzt nicht an einem Rubber Duck erklärt, sondern... Nein, das haben wir anhand von Lego-Steinen und es hilft durchaus auch ein gutes Bild auf die Sachen, die man besprochen hat, zu bekommen, weil es die visuelle Verbindung mit den Lego-Steinen ist, die Sachen, die man besprochen hat, wieder ins Gedächtnis auf holen. Die Gefahr hin. Dadurch kann man es dann in der größeren Gruppe wieder erklären. Man kann es auch visualisieren. Die Gefahr hin, sehr sexistisch und so zu wirken und sehr macho. Und es hat kein einziger Mann in der Gruppe so gefacepalmt und gesagt, so ein Scheiß. Ne? Okay, wollte ich nur wissen. Ja, das war für mich dann irgendwie... Serious Play Lego-Steine. Aber ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich nicht offiziell von Google gewesen und waren auch wahrscheinlich nicht die offiziellen Lego und war auch nicht das offizielle Set von Lego, sondern was nochmal ganz abgespalten ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht das offizielle Set war. Okay. Es hat danach gewirkt, dass sie schon irgendwie eine Standardbox an Lego-Steinen hergenommen haben. Sie bieten die den Workshop geleitet haben, bieten auch die Workshops auch in anderen Umfeld an. Das heißt, sie haben auch Erfahrung in dem. Der Workshop war wirklich sehr, sehr gut geleitet vom zeitlichen Rahmen, der zwar schon sehr kurz
gewirkt hat, aber es waren trotzdem 3 Stunden, die relativ flott vergangen sind. Und es war enorm produktiv, diese Sitzung. Ja. Also das machen die professionell. Du meinst, ohne Legosteine wäre das jetzt nicht so gut geworden? Nein, weil eben gerade, wenn man es dann also in den die Sachen in den einzelnen Gruppen, die man so sich überlegt hat und besprochen hat, die baut man dann sozusagen. Für eine Sache habe ich zum Beispiel ich dann auch das präsentieren müssen, was wir ausgearbeitet haben. Und das hat mir ganz enorm geholfen, hier die Legosteine zu sehen, weil ich dann anhand der Steine, wie sie zusammengesetzt waren und welche Farben, Formen da waren, auch das Bild noch im Hinterkopf gehabt habe, was wir dazu besprochen haben. Und das hilft wirklich ganz, ganz ungemein. Ich muss dazu sagen, ich habe Lego immer geliebt, ja, aber das Ganze kommt mir jetzt so vor, als wie eine Hostienschädigung meiner Kindheitserinnerung, weil das irgendwie ein Manager das jetzt als Therapiegruppenspielzeug ist. Ja. Also ich könnte es auch nicht, weil für mich ist Lego wirklich zum Spielen da. Viel Technik, aber für solche Sachen, ich müsste auf was anderes setzen. Playmobil geht natürlich nicht. Aber ich habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt, mich eingelesen und ich fand das Konzept ganz interessant auf jeden Fall. Aber ja, für mich wäre es nichts, weil es Lego wäre. Jede Gruppentherapie oder jede psychologische Maßnahme kann natürlich immer die Tools verwenden. Die könnten ja auch Kasperlgruppen oder sowas hernehmen. Ne? Aber trotzdem Lego-Steine, das tut weh, Manager, die mit Lego-Steinen spielen. Ja. Man muss es nur ernst nehmen, das ist das Wichtigste. Aber mit ein bisschen Spaß. Hatten die Spaß? Ja. Oder? Also das war jetzt eine Frauengruppe eigentlich. Das war keine Managergruppe, die. Nein, das waren Leute, die halt auf der Konferenz waren. Ich stelle mir da jetzt lauter so Krawattentypen da, die mit hochkonzentriert Lego-Steine bauen und so gegenseitig schon überlegen, wie es kreativer sind als der andere, den es ausstechen in der Karriere besiegt. Passt nicht! Das war sicher Karl. Wenn Karl etwas baut, passt es nicht. Karl ist nicht teamfähig. Ganz klar, Dankeschön. Dass du den ganzen offenbar. Hast du ihn gemeint? Nein, Karl jetzt als. Ein Hausfalloist. Karl als Synonym für dieses gezwungene Du in so Gruppenatmosphären, wo es in Wirklichkeit alle sich am liebsten mit Sie Arschloch titulieren würden. Also, du meinst die Konzertpianisten? Da kenne ich mich nicht aus. Sag das nächste Mal statt Karl Heinz. Ja, ja. Okay, aber du nach dem Workshop war die Konferenz schon aus, nein, oder du hattest noch Talks? Es war dann eben dieser Talk von Ramon mit dem Titel The Benefits of Teaching Kids to Code. Das war dieser Typ von der internationalen Schule, genau. Genau. Das hätte ich gern gesehen. Wurde der aufgezeichnet? Es sind alle Vorträge aufgezeichnet worden. Sie sind leider noch nicht online, weil das Videoteam nur aus 2 Personen besteht. Ja, aber das dauert üblicherweise. Aber ja, sie werden es online stellen. Cool, ja. Und wie war der Vortrag? Kannst du schon der war super, super genial und super gut aufgezogen. Und er hat halt das erklärt. Und er hat halt erklärt, wie er versucht hat, Kindern Programmieren beizubringen und wie viele Sachen, die wir eigentlich voraussetzen, in den Köpfen von Kindern halt so überhaupt nicht drin sind. Wo er halt irgendwie zuerst eine Variable definiert und diese dann ausgibt und die Kinder halt sagen und die Kinder fragt, was dann rauskommt und halt sagen, ja, das wird ausgegeben. Und dann hat er es halt umgekehrt hingeschrieben, zuerst die Variable ausgegeben und danach erst zugewiesen. Die Kinder wieder gefragt, was da jetzt passiert. Und da war halt für die Kinder so, ja, es wird wieder das ausgegeben. Weil diese Sortierreihenfolge und diverse andere Situationen, wo er so sagt, ja, warum ist das... Wo von den Kindern die Frage kommt, ja, warum ist das jetzt so? Und er so dort gestanden ist, so schulterzuckend, so kann ich jetzt nicht sagen. Und er hat ja eine Ruby-Bibliothek verwendet für Spieleprogrammierung. Ja. Kannst du über die was sagen? Ist da vorgekommen? Ah, welche Bibliothek da konkret verwendet worden ist oder nicht? Aber sehr, sehr interessant, was er dort halt dementsprechend diesbezüglich
erzählt hat. Irgendeine Sache wollte ich noch. Ja, aber er hat eben dadurch auch sehr viel selbst gelernt, mhm, ja, wie man halt das anderen dementsprechend beibringt. Mhm. Und genau, das war der Punkt, wo er halt viele Kinder gehabt hat, bei denen halt irgendwas dann nicht funktioniert hat. Und er hat halt relativ viele Kinder in der Klasse gehabt, bei denen mhm. halt irgendwas dann nicht funktioniert hat beim ja. Programmieren. Und er am Anfang irgendwie im Stress war und dann halt mhm. gesagt, okay, dann fix ich sie halt geschwind. Ja. Und dann irgendwie so ja, eine... Und dann beim nächsten Kind mhm. gefixt und dann irgendwie bei der nächsten Aufgabenstellung hat halt dann wieder was nicht ja. funktioniert. Ja. Und dann kommt irgendwie gegen. So diese Situation so, züchte ich da gerade eine Gruppe an Vollsäcken heran, die bei den Faulsäcken, die ja. halt bei ihnen Problem irgendwie so geht nicht yeah. und kommt. Dann hat er irgendwie aber schon rausbekommen, ja, da gibt es aber andere Kinder, bei denen es funktioniert hat. Und dann hat er die bewusst eingeladen, zu denen hinzugehen und sie zu unterstützen. Und das hat dann so gut funktioniert, dass halt sich das, was wir wenn wir programmieren, als mhm. Peer Programming mhm. Verstehen, dort ganz, ganz natürlich mhm. selbst cool, ja. entwickelt hat über diese und dass das ein ganz, da ganz erzählt. Essentielles Sache dann ja. war in dem Kontext. Cool, ja. Und das zeigt doch, dass wir eigentlich die Unterstützung von, also es ist wirklich ganz natürlich hat sich ergeben, dass Leute den Code von anderen lesen ja. und dann dementsprechend verbessern. Mhm. Und so eben die Qualität ganz allgemein damit gestiegen wird. Mhm. Und das im Kindesalter schon ist natürlich ja, schon was ganz Beeindruckendes. Und dann hat es noch die Lightning Talks. Und sie waren nett, oder? Ja, vom C3 Wien war mhm. ein Lightning Talk dort eben über den C3 Wien. C3 ist jetzt Chaos Computer Club. Chaos ja. Computer mhm. Club Sektion Wien, mhm. Die sich letztes Jahr gegründet haben, die eben die Privacy mhm. Week auch ins Leben gerufen haben, die es heuer wieder geben wird, in der letzten Oktoberwoche. Und ja. Waren ja auch bei uns schon zu Gast im Podcast, ja, ne? Die waren zu zweit hier. In den Shownotes nachgucken, da verlinke ich auf diese Folge. Ich habe mich dann auch dazu überreden lassen, einen kurzen Lightning Talk ja, über cool. das Debian Women Projekt cool, zu ja. machen, um halt für Debian Women auch wieder etwas mehr Werbung zu machen. Bist du nicht auch in Debian Vienna? Oder? Ja. Ja, also du bist sowohl in der Debian Vienna als auch in der Debian Woman Gruppe genau. von Vienna, oder ist die international aufgestellt? Ja, ist international, mhm. weil ich in Wien die einzige weibliche Person bin, die halt dabei ist. Aber ja. Und das ist auch gut angekommen. Also. Ja, das Feedback war sehr gut. Wie waren also überhaupt die ganzen weiblichen Tech-Gruppen vertreten, also Ruby Girls und PyLadies und so, also die, haben die es, alle sich präsentiert? Sie haben oder? Keine Erkennungsmerkmale gehabt. Also waren da keine Tische oder so? Es hat schon... Nein, es hat im Prinzip ein, zwei Sponsorentische mhm. draußen gegeben, wo sich die Firmen mhm. präsentiert ja. haben, aber es hat nicht irgendwie... Keine sehr Gruppentische, wie man es von Linux-Communities jetzt kennt. Nein, kann nicht. Die Ruby Girls erkennt man an ihren Tonbeuteln oder beziehungsweise an ihrem Logo allgemein. Und zwar ist das ein Herz, das total verpixelt ist. Ja. Mit, was steckt da nochmal drin? Also im Prinzip I love Wien, glaube ich, ist das. Oder Vienna. Ich habe nämlich so einen Tonbeutel zu Hause, deswegen weiß ich das. Ja, von Ruby Girls habe ich einen Tonbeutel zu Hause. Ist ein Tonbeutel. Ja. Also Fazit, das war eine schöne Konferenz. Auf jeden Fall. War das erste Mal für dich? Oder? Ich war das erste Mal auf der Women okay, Tech Makers Konferenz. Nachher hat es noch eine Afterparty gegeben. Mhm. Die, sehr nett. Ja, mit Getränken. Und also gratis, hoher Frauenanteil und Essen auch noch dabei. Ja. Und interessante Talks. Ach Mist, bin ich sehr, sehr interessante Talks, die ja. eben ja. auf der Webseite dann zum Nachschauen sein werden, hoffentlich. Und man konnte, also als Mann durfte man auch hingehen, sollte man jetzt ja,
aber Teilnahme war für All Genders offen. Also ich kann es nur bestätigen, von den letzten Woman-Tech mit Konferenzen, wo ich war, kann ich auch als Mann sehr empfehlen. Sehr angenehm, einfach eine Tech-Konferenz, wo die Mehrzahl Frauen sind. Mhm. So, wie man es gern hätte. Ja. Was das anbelangt, ja, ich würde auch mal einen höheren Frauenanteil sehen, aber ohne die Prämisse, dass man vorne dran Women oder sowas hinschreiben muss, sondern ich würde es gern haben. Da musst du an einer egalitären Society arbeiten. Ja, also wo wirklich weder Mann noch Frau vorkommt du und 50-50. Ich weiß von einer Convention, die nicht Women oder Frauen den Namen hat, aber ich besser sage ich es nicht. Das hat nichts mit Technologie zu tun. YaoiCon. Das sagt man nicht. Ach ja. Yaoi ist eine Manga-Art. Ach so. Manga ist voll Frauen, oder? Nein, Manga ist japanische Comics. Ja, ich weiß, aber ich kenne ein paar Zeichnerinnen, aber ist das sehr weiblich dominiert, oder? Die Leute, die Mangas herstellen. Ich weiß, nein, aber Yaoi ist eine ganz bestimmte Art von Mangas. Aha. Die durchaus sehr stark auch von Frauen konsumiert wird. Aha. So Yaoi sind spezielle Mangas. Ja. Wie wird das geschrieben? Y-A-O-I. Er macht mir nicht viele Applaus, der sicher, Dennis macht ob das unbedingt die Art der Mangas ist, die dir vielleicht zu sagen will. Keine Ahnung, ich schreibe es mal mit. Kannst du in einem Satz nur beschreiben, was diese Yaoi speziell macht gegen sonstige Mangas? Da geht es um Zuneigung von männlichen Personen. Sind schwul alle? Ach, die! Ja. Okay, gut. Sind schwule Mangas? Ja. Also zwischen Männern. Ja. Genau. Also die Männer schmusen halt oder haben Affären. Genau. Ja. Und das wird von Frauen konsumiert? Oder? Ja. Ich kannte nur die Bezeichnung nicht mehr, aber das sagt mir sehr wohl etwas. Da habe ich nämlich eher humoristische Beiträge zugelesen bisher. Aber die Comics selber habe ich nur einzelne Bilder gesehen. Ich versuche jetzt gerade trotzdem zum Teil, mit einem Spritzer mitzukommen. Ausdenken. Die umgekehrte ist Yuri. Yuri sind nur Frauen. Lesbische Frauen. Und das schauen sich Männer an. Genau, aber das ist das kann mit ich noch Abstand, Abstand nicht so beliebt wie Yaoi, was von Frauen kommt. Weil da lauter schöne Männer vorkommen, genau, die über ihre Gefühle reden. Oh mein Gott! Ja, so weit verstehe ich es noch. Was, du kommst heute aus einem Stereotypen ins das nächste. Okay, ja, ich komm. Männer, die über Gefühle reden. Ja, das ist sehr schön. Ja, ja. Männliche Beziehungen. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, Zeit für Lautsprecher-Talk. Ja, okay. Bevor ich von der Python SK erzähle. Ich hätte auch noch einen Film anzubieten. Das machen wir die sagen. Filme ganz am Schluss. Okay, dann. Also Filme zum Schluss. Gut. Ja, weil dann kommen Computerspiele. So. Gut, dass es gerade nicht das Bild war, was verrutscht ist. Ja. jetzt hängt der Haussegen schief. ja, ich habe mir, ich brauchte neue Lautsprecher. Ich hatte seit letzter Woche nämlich. Ja, ich habe letzte Woche ja schon hier gemeint, dass ich jetzt auf die Suche gehe. Und hatte veranschlagt, so circa 2 Monate zu suchen. Das ist das Übliche, wofür ich brauche, wenn ich irgendetwas suche. 2 Monate, ja, ist üblich. Ja, es ging unglaublich schnell diesmal. Ich habe, war in einem Fachgeschäft, in Anführungszeichen, und habe dort, die hatten dort ein Studio, wo man sich die Boxen direkt anhören konnte. Und es war sofort klar, mein Verstärker wird zu schwach sein. Aber ich habe mich halt in 2 Boxen eigentlich durchaus verliebt. Die fand ich ganz dufte vom Klang her. Ich glaube, das ist historisch das erste Mal, das Wort dufte im Bierdorfer Podcast verwendet. Wirklich? Ja, okay. Ziemlich sicher. Kein Problem. Naja, das finde ich jetzt knorke. Wir sollten so einen Buzzer haben für immer, für jemanden, der das erste Mal sein Wort im Bierdorfer Podcast verwendet. Ja,
Ja, ich habe die Kombination, ich habe ganz verschiedene. Das ist immer ganz nett, wenn man wirklich... Redest du jetzt von Lautsprechern? Ja, von Lautsprechern. Wenn man wirklich was sucht, dann möchte man vergleichen können. Und da muss man sich auch Zeit mitnehmen. Am besten CDs, die man sehr gut kennt. Die haben dort auch immer in diesen Studios dann CD-Player. Das klingt so, als schließt der Blutsbruderschaft fürs Leben. Ja, bei Lautsprechern sehr wohl, ja. Also das sind die Boxen, die ich jetzt mein Leben lang, für mein ganzes Leben behalten werde. Also beim Autokauf investierst weniger Emotionen als für einen Lautsprecherkauf. Das würde bei mir sogar stimmen, glaube ich. Aber ich glaube, auch beim Autokauf bräuchte ich 2 Monate, bis ich mich entschieden hätte. Trotzdem hast du das jetzt nach einer Woche geschafft. Ja. Wie kam es dazu? Wie es dazu kam, ja. Ich hatte vorher schon ein paar Rezensionen über ein paar gelesen. Das waren die Klipsch 260F. Die fand ich von den Details, die ich gelesen habe, recht gut. Und RP260F, Entschuldigung. Darf ich um eine kleine Strafung bitten? Okay, ja, die habe ich mir angehört. War begeistert, habe sie halt mit meinen Lieblings-CDs getestet. Aha. Moment, du gehst mit deiner Lieblings-CDs ins Geschäft und sagst, holla, junger Verkäufer, ja, ich möchte diesen Lautsprecher mit dieser CD testen. Richtig, ja. Und er sagt dann, sehr wohl, Sir. Ja, der nimmt der sich auch wirklich Zeit. Also das ist nicht so, ja, okay, und dann ist er weg. Nein, der anderthalb Stunden oder so. Bestelligen Betrag, ne, Der Betrag, den ich bezahlt habe, war dann wirklich vierstellig. Ja. Okay. Ja. Aber, da kann man den Kunden auch mal in der CD hören lassen. Genau, aber auch bei dann 3 kann ich zu dir kommen und dann können wir meine Klavier spielen auf deinen Sprecher. Ja, kannst du mal vorbeikommen. Ich komme auch gleich noch zu was ganz anderem, das wird auch interessant. Okay, auf jeden Fall, du bist mit deinen Test-CDs in den Musikladen deiner Wahl gegangen. Hast dort das sozusagen deine Lieblingsmusik-Test gehört an den dort aufgebauten Boxen. Mhm. Aber das war jetzt nicht dein Verstärker. Nein, der war sowieso zu schwach gewesen. Ich musste mir auch einen neuen kaufen. Und das hast du dann auch gleich dort. Deswegen ist es vierstellig, sonst wäre es nur dreistellig gewesen. Okay. Was ganz wichtig ist, eben wirklich eigene Musik und sie vorher auch wirklich gehört haben. Mhm. Und dann nicht enttäuscht sein, das ist nämlich jetzt wirklich was Fürchterliches, dass die Lieblings-CD plötzlich richtig scheußlich klingt. Weil die Boxen so gut sind, dass du erst merkst, wie schlecht deine CD ist. Ja. Tja. Und das ist unglaublich. Noch etwas, ich höre Metal und da hört man es besonders gut heraus, wie gut einige Metal-Platten wirklich aufgenommen sind. Du redest jetzt von Platten, nicht von CDs. Allgemein. Also die Aufnahmequalität, wie gut die Mikrofone waren und dergleichen. Ich habe ein Album von Primordial mitgehabt, eingelegt, klingt ja gar nicht so schlecht, und dann plötzlich hörte sich das an wie Matsch. Also der Sound war richtig matschig, es hat keinen Spaß gemacht, ich saß da und irgendwann hat der Verkäufer dann selber eine Reise gedreht. Hat sie mir auch wirklich. Ja, mir auch. Und auf jeden Fall, du hast dann Boxen mit Verstärker gekauft. Ja, ich habe dann auch direkt einen Verstärker. Kannst du das damit ich einen schönen, teuren Amazon-Link einbauen kann? Oh mein Gott. Wo man massig Geld verdienen will. Ja. Moment, ich habe die Notizen ja mit. Ich habe mir alles notiert, auch die ganzen anderen Boxen, die ich gehört habe. Amazon-Button, den ich einbauen will, in den Shownotes. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Das ist dadurch den Bierdorfer-Podcast. Also, der Verstärker ist ein Cambridge Audio SR20. Der kostet derzeit, kann ich vielleicht mal ausnahmsweise Werbung machen, weil es halt für manche Leute günstig, weil es halt gut ist. Ja. Beim Mediamarkt gibt es den derzeit für 333 statt 380 Euro. Und für einen Lautsprecher ist das im mittleren Preis? Das war der Verstärker. Das war der Verstärker. Ja, der ist baugleich von, was der Verstärker anbelangt, mit einem ziemlich teuren Modell, der alternativ gewesen wäre. Ja, ich finde ihn gut. Besonders mit meinen Boxen. Aber was zahlt man sonst für einen Verstärker? Ich glaube, absolut. Ja, ab dem Preis kann man mit einem Stereo-Verstärker durchaus... Also ist das eher sogar im unteren Preis? Das war im unteren, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis bei diesem SR20 ist wirklich verdammt gut. Das war jetzt aber nur der Verstärker. Und jetzt hast du Boxen gebraucht auch noch. Ja, das sind die Triangle, das sind Franzose. Karl schaut immer trauriger. Antal 202.
Noch einmal? Antal 202 von Triangle. Das französische Buchsen gekauft. Das sind Franzose, der Hersteller. Mhm. Direkt mal ein bisschen Charakteristik. Sie haben einen brillanten, klaren oberen Ton, Höhen. Die sind wirklich ganz klar. Brillant. Für schlechte CD wirklich völlig ungeeignet, weil die klingen dann richtig matschig. Der Bass ist etwas schwächlich, sie kommen nur 50 Hertz runter. Das ist eigentlich, naja. Also wer lieber einen warmen Sound haben möchte, für den sind die eher nichts. Okay, warm ist, wenn es ziemlich viel Bass hat. Und ja, kalt ist es, wenn es ziemlich oben ab alles abspielt. Also wenn das Zwerchfell wummert, ist es warm? Ja, genau. Okay. Und wenn du sagst, das ist so schrill, dann ist es eher hoch. Und diese Kombo hast du dir geleistet beim lokalen... Ja, das habe ich mir... Und Akustik-Headphone. Und du bist seitdem immer noch zufrieden damit? Ich habe sie erst gestern gekauft und nur sehr wenig... bisher gehört, weil ich aber nicht so viel Zeit hatte. Ja, natürlich. Der Schallplatten okay. Schallplattenspieler ist auch inzwischen angeschlossen, aber noch nicht eingeschaltet. Wenn du die Musik aufdrehst, wird nicht der Stadtteil dunkel, weil das so viel Strom saugt. Nein. Nee. Der Verstärker ist eigentlich auch schon zu schwach für die Boxen, aber ich drehe sie ja nie ganz auf. Okay. Also die Boxen haben 120 Watt RMS. Boxen? Es sind zwei. Ich habe Stereo bei mir. Also kein Surround? Nein. Vorher hatte ich halt die Boxen mit meiner Freundin zusammen, das war Surround, wobei sie eins hatte, wo Stereo mit integriert war. Das heißt, das war eine sehr gute Kombination. Wer beides haben wollte, Audio Pro Avanto 5.0 gibt es inzwischen nicht mehr. Kannst du eine Empfehlung aussprechen, Dennis? Kann man sich das kaufen, wenn man keine Ahnung hat? Nein. Nein. Auf keinen Fall würde ich auf den Amazon-Button klicken. Entschuldigung, aber ich muss das sagen. Ich würde jedem empfehlen, geht in den Laden. Es ist wirklich egal. Ihr solltet nur darauf achten, es sollte ein Studio geben, eine Heimanlagenstudio. Also bei manchen gibt es das. Ich hoffe zumindest die Landbevölkerung, die es weit zum nächsten Mediamarkt hat, klickt auf den Button. Ja. Es ist wahrscheinlich... Auf den Button. Ja, der Button ist gut. Wer einen kalten Klang haben mag, ich habe jetzt den Bass aufgedreht, weil er mir auch schon ein bisschen zu kalt war. Jetzt passt es wirklich bei mir perfekt. Dem kann ich die Kombination empfehlen. Aber ungehört würde ich sie nicht kaufen, ehrlich gesagt. Also man sollte erst probieren. Ja, für den Preis definitiv nicht. Es kann wirklich... Na gut, okay. Ich muss relativieren. Man darf sie ja bei Amazon wieder zurückschicken. Also Test hören? Ja, ich würde es trotzdem nicht machen. Nein. Ich denke jetzt an irgendwelche Amazon-Provisionen, die ich dann abgezogen bekomme vom Konto. Ja, weil es dann... Er hat es wieder zurückgeschickt. Ja, genau. Oh toll, 200 Euro bei Amazon. Das Geld, das ich schon verjubelt habe. Ja. Also Test hören ist auf jeden Fall zu empfehlen. Das will ich auf jeden Fall nochmal betonen. Und mit eigenen CDs, die man sehr gut kennt. Okay. Kalt, du warst jetzt so lange leise, erzähl du über ihn etwas, damit du zum Reden kommst. Weil nachher rede ich länger und dann. Ja, das wolltest du reden von, dass ich rede von XCOM 2. Ja, hast du noch ein anderes Thema? Oder? Wie was zum Beispiel? Irgendwas? Muss es ein Techie-Thema sein? Nein, überhaupt nicht. Ich könnte reden über. Naja, zum Beispiel über die. Musikstudium, wie es ist. Nein. Ich könnte davon reden, amerikanisches Musikstudium. Nein, ich weiß nicht, was sonst. Ja, was ist es unterschiedlich zu Europa? Ja, es ist unterschiedlich zu Europa. Ja, ich meine, es war nur, jemand hat mich gesagt. Ja, das ist einfach, ist wie. Also die Unterschiede zwischen Musikstudium in Europa und Amerika? Naja, ich meine, es gibt auch sehr viele Leute, die denken, dass man wissen nicht, dass man es studieren kann, ein Musikinstrument. Die denken, dass es ist etwas. Das kann man einfach. Ja, das kann man einfach. Man nimmt Unterricht und dann spielt man und dann. Aber ich meine, naja, es ist halt so, dass in Amerika gibt es einen großen Unterschied. Ich meine, es ist nicht nur Musik eine Sache, die ich sagen will, aber auch für alle Studien in Amerika. Wenn man an einer Universität studiert, dann muss man, ich würde sagen, 30-40% von den Klassen sind nicht im Hauptfach. Es ist so wie wenn du Computer studierst.
Hier habe ich gehört, mitbekommen, dass man mal Computer studiert, ist Informatik. Informatik, ja, genau, okay. Heißt es, ja. Studiert man nur Computer, ja. Ja. Hat man nur Kurse im Computer, okay. Ja. Und wo ich in Amerika studiert habe, es war wie, man muss Englisch und wissenschaftliche arbeiten, okay. Und Mathematik und Wissenschaft. Das ist mehr allgemein gesungen. Ja, und dann habe ich oft gehört, dass Leute dann es verglichen haben mit Gymnasium oder sowas. Dadurch sind Amerika, die Highschools sind bekannt als nicht so gut, aber Gymnasium ist wirklich, es tut mir leid, aber es ist sehr ähnlich von Niveau wie ein Highschool. Es ist nicht vergleichbar. Es ist überhaupt nicht vergleichbar mit einem Uni-Level von, sagen wir, wenn jemand ein Jahr ganz als konkrete Beispiel Sprache. In einer amerikanischen Universität zählt ein Jahr Sprachunterricht wie 3 Jahre Highschool. Okay. Und das ist genau wie Gymnasium. So, wenn du in einem Gymnasium hier 3 Jahre Französisch hast, es ist ein Jahr. Sehr blöde Frage. Gibt es in Amerika so etwas wie eine Matura oder ein Abitur, also einen mit 18 Jahren circa einen anerkannten Abschluss, der ein gewisses Level an Allgemeinbildung garantiert? Ja, es heißt ein Highschool-Diploma. Okay. Und ja, es gibt aber dann mehr, die prüfen bestimmte Sachen mehr in Amerika als hier. Mhm. Es gibt die SAT-Prüfung, aber das ist nicht eine Aufnahmeprüfung. Aber in Amerika, hier, ich habe mitbekommen, ich weiß nicht, ich glaube, mit einer Matura kann jeder bei Universität Wien studieren. Darfst du jedes Studium beginnen? Ja. Ja, in Amerika ist es nicht so. Es kann sein, ich meine, jemand mit Highschool-Diploma kann theoretisch irgendeine Studie machen, aber du bewirbst dich für eine Uni und die Universität entscheidet, ob die dich nehmen. Mhm. Die nehmen Harvard, glaube ich, nimmt 11% von den Bewerbern, auch bei Informatik oder was immer, ja. Und dann, wenn du willst dann später arbeiten, sind diese mehr prestigevollen Unis vorteilhaft, ja. Ja, und es gibt dann diese SAT-Tests, wo man macht eine Prüfung über Generalwissen und die prüfen das alles. Und dann gibt es auch, die schauen auch auf deine Noten und verschiedene andere Sachen. Und wenn man anfängt, zum Beispiel sogar wenn man bei einer Uni studiert, wo die fast alle nehmen, muss man Englischprüfung und Matheprüfung machen. Und wenn man es nicht schafft, muss man zusätzliche Kurse machen. Okay, ja. Und bei Musik, hier gibt es auch Aufnahmeprüfung für Musik und das ist am ehesten am Aber das ist in Europa eigentlich einer der wenigen, wie Medizin, einer der wenigen Studien, wo du eine Aufnahmeprüfung hast. Normalerweise kannst du mit Matura in Österreich zumindest alles studieren, ne? Ja, aber in Deutschland nicht. Ja, da gibt es Numerus Clausus, aber man kann es auch ein bisschen umgehen. In Deutschland darf man nicht. In Österreich muss man kein Matura haben, um Musik zu studieren. Das weiß ich. Man muss dazu sagen, in Österreich musst du auch nicht Matura haben, um zu studieren. Du kannst, auch wenn du Fleischhacker gelernt hast, dir für jedes Studium eine Studienberechtigungsprüfung machen. Ja, aber bei Musik gibt es keine Berechtigungsprüfung. Es ist nur Aufnahmeprüfung. Nur die Aufnahmeprüfung ist für alle gleich. Das heißt, egal wie du Musik gelernt hast, wenn du in einem Wald großgezogen wurdest von einem Holzhacker, kannst du trotzdem Musik studieren. Ja, wenn du die Aufnahmeprüfung, die eine Theorie-Teil und eine praktische und die... Es muss ein musikalischer Holzhacker gewesen sein. Ja, dann theoretisch und dann, wenn du einen Bachelor hast, kannst du jede Studie machen in Österreich. Das weiß ich. Ja, man braucht nicht mehr diese Studienberechtigung. Also ein Bachelor dient automatisch als... Ja, wie Matura, ja. Okay. Egal was. Ja. Das ist halt in Österreich. In Amerika... was auch anders ist, wenn man einen Bachelor in Musik macht, kann man zum Beispiel Bachelor in Psychologie macht, dann kann man Master in Musik machen. Das geht hier nicht, aber geht in Amerika. Aha, okay. Hier geht es zum Beispiel, in Amerika kann man Klavierkonzertfach studieren und dann Magister in Klavierpädagogik machen. Hier muss man wieder Bachelor machen in Klavierpädagogik. Ja. Ja. Und es gibt viele Fächer, wo man mit anderen Leuten zusammen ist in Amerika. So, ich habe Musik studiert, aber da waren viele Leute, die Informatik studiert haben, die gleichen Kurse, die gleichen Lehrer und so weiter. Und auch, ja, das Wichtigste... Das war für dich
nicht, also... Normal, ganz normal. Ich habe nicht gewusst, dass in Europa es anders ist. Mhm. Und es war auch normal für mich, wie ich 16 war, dass ich habe meine Gymnasium, meine Highschool abgeschlossen mit 16, angefangen habe zu studieren. Und wie wann schließt man normal die Highschool ab? Mit 18. Okay, also du warst 2 Jahre früher fertig. Genau. Und ich war, da waren Leute, die über 50 waren, viele, ein Drittel würde ich sagen, waren über 40 oder über 50. Wo, in der Highschool? In Community College, in einer Universität. Ah, okay, und ja. Und Unilevel waren schon Leute viel älter als ich. Also die haben sozusagen im Beruf oder nach dem Beruf noch studiert. Genau, während die gearbeitet haben, haben die noch studiert, sodass die dann eine andere Arbeit oder bessere Arbeit bekommen könnten. Okay, ja. Und sogar in Musik waren heute Leute, die über 40 oder 50 und hier, das ist undenkbar hier, dass ich das hier sagen, die Leute unter 22, Leute über 24 werden nicht unter 24 werden bevorzugt über diese anderen Leute. Ja. Automatisch, die junge Leute werden bevorzugt. Das ist aber nur in der Musik so, das ist alles Wissenschaftliche, das ist nicht mehr, also Musikwissenschaft, was ja eine Wissenschaft ist, und keine Musik, ist es zum Beispiel nicht so und ganz andere. Also in meinem Informatikstudium habe ich auch Senioren mit dabei. Ja, und ich meine, Musik ist es gewaltig anders, das System. Dadurch, dass hier gibt es eine ganz klare Trennung zwischen Musikuni. In Amerika gibt es keine Musikunis, muss ich sagen. Und Musikuni und Hauptuni. Hauptuni kann man Musikologie, Musikwissenschaft studieren. Und Musikuni lernt man den Instrument, Konzertfach, was immer, ja. Und die haben unterschiedliche Lehrer, ganz anders. Aber in Amerika ist es eine große Uni, da sind die Informatiker, die Musik, Pianisten und alle studieren auf der gleichen Uni. Mhm. Und dann jemand, der Musikwissenschaft studiert, hat dieselbe Musikwissenschaftskurse wie ein Konzertfachpianist. Mhm. Okay. Und so, das ist ganz. Was ist deine Erfahrung jetzt? Welches System ist für dich, also findest du sympathischer? Die amerikanische natürlich. Amerikanische. Ja, das, es ist ein bisschen schlecht. Ich finde es schlecht, wenn man nur mit sehr. In seiner Bubble. Ja, in seiner Bubble darum ist und nicht sehr vielseitig ist. Das ist einer von den Hauptunterschieden. Es ist nicht austauschbar. Das ist keine Cross-Pollination. Ja, da muss ich aber auch noch was zu sagen. Das ist. Entschuldigung. Das ist nur in der Musik eigentlich wirklich so extrem. Bis von einem Jahrzehnt oder so, bis der Bologna-Prozess, war es schon so, dass auch ein Allgemeinwissen gleichzeitig innerhalb des Studiums stattgefunden hat, dass man auch noch Nebenfächer besuchen musste. Also Allgemeinwissen. Ich meine, du hast ja bis jetzt immer noch die Möglichkeit, Freifächer und ja, so, aber das sind lange nicht mehr so viele. Ja. Das sind nur noch 3 EZT. Das heißt, es geht in Richtung Fachtrotteltum. Ne? Ja, und dann plus noch Soft Skills nennt sich das. Die gibt es auch nochmal. Früher war das einfach, du konntest besuchen, was du wolltest. Mhm. Einige haben Glasbläserei zum Beispiel besucht. Ja, oder ganz andere Sachen. Also es ist, hat sich auch leider durch den Bologna-Prozess, was ja die Angleichung an das englische und amerikanische System ist, stark verschlechtert eigentlich. Es ist nur, ja. Amerikanische? Ja, es hat sich Bologna. Aber ich meine, okay, ich habe Bachelor, Musik Master studiert. Ja, die haben Bachelor, aber es ist ganz anders hier aus mit. Eben, genau, weil es halt noch an das Diplom angelehnt ist. Ja, mit allen Nachteilen von Bachelor und Master und die Vorteile vom Diplom sind verloren gegangen, mehr oder weniger. Ja, ich meine, ich habe Bachelor, wie ich zum Beispiel Bachelor gemacht habe, Musik. Ich habe einen Kurs in Astronomie gemacht, einen in Meteorologie, ein Jahr Englisch, ein Jahr westliche Geschichte, interkulturelle Kommunikation. So alles, was dir gefallen hat. Nein, das waren Pflichtfächer. Das waren Pflichtfächer. Naja, ich war eine okay, ich bin, es waren, man musste zum Beispiel one natural science, ach so, one okay, ja, ja. Physical science, okay. Ein Jahr Englisch Pflichtfach, Geschichte Pflicht, ein Interkulturkurs auch Pflicht und Kommunikation auch Pflicht. Und diese Sachen und ein Ethikkurs und so weiter, das waren alles Pflichtfächer, das waren nicht Freifächer. Freifächer waren wie Schwimmen und Aber du konntest von mehreren Ethikkursen einen auswählen, oder? Ja, das ist okay. Wahr.
Ja, aber Englisch nicht. Das war einfach, alle haben es. Wenn du jetzt Kinder hättest und die könnten studieren, wo sie wollen, was würdest du ihnen empfehlen? Also nach Amerika gehen? Ja. Oder? Ja, ich würde sagen, sogar nicht zu einem Konservatorium, aber eine Uni, die eine gute Musikabteilung hat. Dadurch, dass es wirklich von wissenschaftlichem Niveau ist viel höher und man ist viel breiter irgendwie. Ja, das versucht man, bis vor kurzem war es ja so, dass Abitur bzw. Matura dafür halt wirklich einzig und allein zuständig war, was natürlich sich immer weiter verschlechtert. Dafür muss man sagen, in Europa ist immer noch das Studieren kostenfrei, im Gegensatz zu Amerika. Das ist wahr. Die Sache ist, ich wollte nur eine letzte Sache, du siehst es, es gibt Leute, eine bestimmte Partei kommt oder zwei kommen zu meinem Gehirn, die sagen, man soll hier Studiengebühren machen, dass man zahlt hier, ja. Ja, man könnte nicht dieses... Nur kurz, in Österreich ist es wirklich frei, das Studium? Ich bin schon zumindest, wenn du in Regelstudienzeit studierst, ja. Mhm. Wenn du darüber hinauskommst, musst du zahlen, außer du verdienst mehr als ca. 10.000 Euro pro Jahr, dann ist es wieder kostenfrei, weil du dann nebenher studierst, okay. Ja. Also du darfst nicht zu wenig verdienen beim Studieren. Richtig, okay. Genau. Oder wenn irgendwelche Unterbrechungen, wie zum Beispiel ein Kind oder sowas, okay. Dazu kamen, ja, dann ist man auch befreit. Ja, die wollen immer diese Studiengebühren einführen und dann sagen die, in Amerika gibt es die Studiengebühren, ja. Das ist wahr, es offiziell gibt es diese Studiengebühren. Aber die Sache ist, dass de facto werden die an deine Einkommen angepasst. De facto. Wie ich studiert, ich habe an einer privaten Universität studiert und die Studiengebühren, wie ich studiert habe, offiziell waren circa 30.000 Dollar pro Jahr. Die volle. Das ist viel. Mhm. Ja, ja. Aber dann, es gab dieses Stipendiumsystem, die hier gar nicht gibt, überhaupt nicht. Es gibt hier auch Stipendien, aber die sind lachhaft im Vergleich. Ja, ich meine, es gibt Stipendien hier, aber es ist nicht vergleichbar. Die Fakt ist, es war wie, okay, ich schicke die Steuererklärung von meinen Eltern zu den Uni und so weiter. Und dann haben die kalkuliert, okay, wie gut sind meine Noten, wie gut ein Student bin und so weiter. Und wie viel Ausgaben, Eingaben und so weiter, die finden, dass ich habe und wie viel kann ich leisten. Mhm. Und im Endeffekt mussten meine Eltern 2.000 Dollar pro Jahr zahlen. Also relativ wenig. Ja, weniger als ein Zehntel der Studiengebühren. Das war jetzt aber, weil du ein sehr guter Student warst, nehme ich an. Also die Uni wollte dich haben. Das aber auch dadurch, dass meine Eltern nicht sehr viel Geld gehabt haben. Okay, ja. Das ist so, ich meine, andere Beispiel kenne ich jemanden, wo die Eltern, Vater, Uni-Professor und so, und keine Stipendien. Okay, weil die Eltern zu reich sind. Sozusagen. Ja, ja, genau. Das heißt, amerikanisches... Aber gibt es Stipendien vom Staat auch? Ja, es gibt. Aber das in diesem Fall, ich meine, es gibt vom Staat eine gewisse Summe von Stipendien und von Dings. Und der Uni hat es alles zusammen kalkuliert und hat gedacht, wollen wir diese Person haben oder nicht? Okay. Und dann gedacht, wie viel... Aber es ist nicht das System wie bei uns, dass die Republik Österreich dir jetzt garantiert, dass du im Prinzip gratis studieren kannst. Nein. Ja, sondern wenn du Glück hast, tut die Uni halt sagen, ja, sie wollen dich. Das kann auch anders sein. Ja, es könnte anders sein. Es ist auch normalerweise so in Amerika, man bewirbt sich nicht für eine Uni, sondern vier oder fünf. Und dann die Unis, die nicht die absolut best sind, machen manchmal Konkurrenz mit den besten Unis für Studenten, indem die billiger sind und mehr Stipendien machen und so. Das ist halt ein Riesenunterschied. Und ja, auf eine Art ist es gut, auf eine Art nicht so gut. Dann diskutieren wir das vielleicht ein anderes Mal weiter über Vorteile von gratis Studium und kostenfrei. Privat. Nicht kostenfrei. Ja. Und besonders nicht umsonst. Staatlich Bildung ist nie umsonst. Das können wir auch wieder. Studium, ja. Ja, bereite ich mich besser vor. Meine Damen, meine Herren, dann erzähle ich jetzt von der Python SK, okay? Ja. Mhm. Ich hole schon mal mein Kissen. Entschuldigung. Jo, also ich war dieses Wochenende anstatt auf der Woman Techmakers
in Bratislava, erstmals in meinem Leben, weil da war die Python SK-Konferenz. Warte, warte, du bist aus Wien? Ja. Und du warst noch nie in Bratislava? Schäm dich! Ja. Ich meine, es ist... Auch nicht. Ich habe mal ein paar Mal rübergeschaut über die Donau. Oh Gott, bisschen nicht, ne? Nein, ich sage nur eins. Eine Stunde mit dem Bahn, Bier kostet 1,60 und es ist viel besser als in... Oh. Ja. Sie haben gutes Bier, es ist billig. Ich habe 2 Euro für ein Bier gezahlt, also mit Trinkgeld. Und das Essen ist auch. Und da haben wir alle gesagt, das ist ein super teures Innenstadtlokal. Ja, Bier kostet nicht 2 Euro. Und Bratislava sowieso ist teuer für die Slowakei. Ja. Also, wer in ein Dorf in der Umgebung fährt, hat es wahrscheinlich auch billiger. Ja, also Bratislava ist sicher eine Reise wert. Nette Stadt, schaut sehr österreichisch aus. Wie man es halt gewohnt ist, so diese barocken Häuser, Monarchie-Charme. Und alles sehr viel billiger als bei uns. Und ist Euro? Nicht Euro, sehr praktisch und keinerlei Passkontrolle. Man fährt einfach rüber. Naja. Achso, wieder? Das heißt, Schengen haben sie wieder eingeführt. Ja, ich habe keine Schleierfahndung, wir sind mit dem Auto einfach über die Grenze gefahren. Aha. Also wie bist du gereist? Die PyUGAT, die Python User Group Austria, war schon letztes Jahr dort und hat das organisiert und mich hat der Chris hat mich mitgenommen. Okay, PKW. Aber man kann nach Bratislava ganz bequem auch mit der Schnellbahn fahren oder, wenn man es schön macht, mit dem Schiff. Ja. Ja, ich weiß nur, ich habe oft zwischen Tschechien und Österreich gereist und es ist so, dass wenn man mit dem Auto selbst hinreist, wird es sehr selten kontrolliert mit Pass. Zug wird nicht so oft kontrolliert, aber wenn man im billigen Bus ist, wo alle die billigen Leute fahren, dann wird es sehr oft gekontrolliert. Redest du jetzt von der Slowakei oder von Tschechien? Von Tschechien, aber ich glaube, es ist nicht anders in der Slowakei, würde ich sagen. Zwischen an der Grenze. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob die beiden im Schengen drin sind, im Stadtland. Die sind beide Schengen. Die sind beide alle Schengen. Ja, ja. Ja, Tschechien kann ich mich auch erinnern. Früher mit dem Bus in Deutschland erstmal kontrolliert. Und inzwischen bei den letzten Fahrten war es auch in Tschechien so. Und seitdem fahre ich eigentlich nicht mehr gern durch Tschechien durch meinen Bus. Jetzt erst recht nicht mehr. Tja, zur Python SK, also eine Python-Konferenz, wo es um die Programmiersprache Python geht, wurde an der Technischen Informatik-Universität von Bratislava ausgerichtet, von den örtlichen Studenten. Sehr nett organisiert, war zweitägig, es gab 2 Tracks und mehrere Workshop-Raums, unter anderem waren auch relativ viele Frauen dort, weil sie haben die Django Girls dort Seminare gemacht und es gab Mittagessen, also so Sandwiches und am Abend, am Samstag gab es dann eine optionale Abendveranstaltung in einem Innenstadtlokal. Flagship, das war auch sehr, sehr nett, also so ein riesiges Bierlokal, groß wie eine Kathedrale. Und, ja, kann sehr empfehlen. Ich möchte unbedingt nächstes Jahr wieder hinfahren. Es waren extrem nette Leute. Es waren fast alle Tracks, also am Samstag und Sonntag waren fast alle Tracks auf Englisch und am Freitag kam es am Tag mit hauptsächlich slowakischen Tracks. Ich habe in einem Studentenheim gewohnt, also es war auch sehr nah, gut organisiert. Und was kann ich sonst noch sagen? Ja, ich habe einen Talk gehalten über, der Titel war Teach Your Kids Python Programming, habe halt über meine Erfahrungen erzählt von meiner eigenen beruflichen Tätigkeit, dass ich Kindern Programmieren beibringe. Das ist recht gut angekommen, der Talk. Und er wurde aufgezeichnet. Ich hoffe, ich finde ihn bald auf YouTube und dann kann ich ihn verlinken auch. Das heißt, dort ist ja auch alles aufgezeichnet, oder? Ja, sie haben eigene, also in beiden Sälen haben sie Aufnahmeteams gehabt. Und man hat auch als Sprecher nicht nur ein Mikrofon gehabt zum Reinsprechen, sondern auch so eine Art wie eine Brille, so ein kleines Seitenmund-Mikrofon. Das war dann nur fürs Recording. Das heißt, man hatte 2 Mikrofone? Ja. Du hast dir dieses Brillenbügelmikro aufgesetzt gekriegt und dann haben sie dir gesagt, du sollst möglichst nah beim Sprecherpult bleiben, wo sein Startmikrofon war. Das ist witzig. Ja, war ganz okay. Und während meinem Talk ist dann plötzlich der Tech-Guy zu mir gelaufen und hat mir an den Hintern gegriffen, weil da war diese Batteriepackung drin von diesem die Elektronik und die Antenne. Weil da sind irgendwie gerade während meinem Talk die Batterien leer geworden. Und dann war es eine Unterbrechung, hat er mir die Batterien ausgewechselt und dann habe ich weiterreden dürfen.
Das Python.sk, ist das auch die Webseite von der Firma? Ja, Python.sk, ganz genau. Ja. Die haben eben 2016 schon eine Konferenz gemacht, die Talks sind schon alle online und jetzt eben 2017 nehme ich an, dass sie nächste Woche online sind. Das ist interessant, dass die hauptsächlich auf Englisch sind, also an den ersten zwei Tagen. Also sie haben ja den Freitag, den musst du dazu rechnen, den wir nicht besucht haben. Also insgesamt vielleicht war die Hälfte slowakisch, die Hälfte. Okay. Ein bisschen über die Hälfte war Englisch. Aber was mir aufgefallen ist, dass Richtung Osten die Konferenzen versuchen, wesentlich internationaler zu sein als die deutschen und österreichischen, die schon ziemlich deutsch sind. Ja, Brutzel im eigenen Saft. Das muss man sagen, ist bei Musik auch so. Finde, ich mag lieber die Deutschen voll. Also ich bin auf jeden Fall ein Anhänger der deutschen Sprache und für mich ist das angenehm. Ich mag das auf Englisch nicht so gerne. Sie haben das dort im Rahmen ihrer Möglichkeiten recht gut gemacht. Circa das Verhältnis halbe-halbe und zwar schön organisiert. Das heißt, wir Österreicher sind erst am Samstag wirklich hingekommen, weil das am Freitag nicht interessant war. Und ich glaube, es war dann am Sonntagvormittag, wo eh alle ein bisschen verkatert waren von diesem Social Event, war dann ein Track slowakisch. Aber der andere war nach wie vor Englisch und am Nachmittag waren dann wieder beide Englisch. Ja, es hat Lightning Talks gegeben, es hat Talks zu verschiedensten Themen über Python gegeben, es hat die üblichen T-Shirts gegeben mit Recruiter-Firmen, die halt gleich Jobs angeboten haben. Und mir ist etwas sehr Schönes passiert. Ich bin heimgefahren von der Konferenz, also der Talk ist auch gut angekommen, habe ich gemerkt, habe gutes Feedback bekommen. Und dann kam eine E-Mail, dass ich jetzt zu Talks in Polen eingeladen bin als Sprecher. Und sie zahlen Reisekosten. Yeah! Ja. Also, fährst du mit Polski-Bus? Polski-Bus-Gutschein für 2,50 Euro. Ich weiß auch nicht, wie seriös das Ganze ist und ob es wirklich funktionieren wird, aber es ist eine private Firma, es war nicht Python PL, sondern eine Tech-Talk-Organisationsfirma. Carlos Koks mit dem GmbH. Und ja, also für mich war das recht nett und ich bin überzeugt, denn die Einladung habe ich deshalb gekriegt, weil ich eben Sprecher war auf der PyCon SK. Und als Sprecher, der Vorteil ist, du sparst dir die 20 Euro Eintritt. Ja, okay. Ja, aber auch so als Besucher wäre es. Und vor allem sehr schön, weil das praktisch vor den Türen vor Wien eine Python-Konferenz ist, die sich sehr international gibt. Dadurch, dass Bratislava sehr billig war, haben sie recht viele internationale Besucher auch gehabt. Das ist irgendwie, also sie versuchen ihre Vorteile auszuspielen. Ja. Dann, wenn es fahrt, kann man auch zu den Innenstadt anschauen. Ganz genau. Ja. Also da merkt man mal, dass Marktwirtschaft doch ein bisschen funktioniert, wenn Richtung Osten alles günstiger wird und sie wirkliche Vorteile ausspielen können. Ja? Und der Bernd, der ja auch schon auf dem Podcast war, hat bei der Rückfahrt was Schönes gesagt. Der Bernd Schlapsi, ja. Wenn man so geredet halt, wie es war auf der Konferenz, hat er gesagt, so viel nette, normale Leute. Also er hat nicht dazu gesagt, das kriegst du in Wien nicht, aber es war halt... war einfach eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre. Das muss ich sagen, ist eine von den guten Seiten von Tschechoslowakei. Das war jetzt Slowakei. Tschechien und Slowakei sind jetzt zwei Staaten. Ja, komm, ich meine... Alles aus Österreich. Ich sage nur eins. Das sind sehr viele Leute in beide Länder, die sind wie, warum haben wir uns überhaupt getrennt? Das habe ich auch von ein paar schon gehört. Ja, dadurch, ich spreche auch Tschechisch, dadurch meine Mutter ist Tschechin und Slowakisch ist... Es ist nicht so viel anders. Gell? Es ist wie britisch und amerikanisches Englisch. Okay. Fertig. Es ist wirklich, und ich meine von Kultur, es ist ein bisschen anders, aber ich meine, es ist wirklich... Das heißt, jemand, der Tschechisch spricht, versteht automatisch Slowakisch und würde ich denken. Wenn ich verstehen kann auf Slowakisch, dann weiß ich nicht, warum jemand anders ist nicht. Ja, verstehen. Wie gesagt, ich kann nur die Python.sk sehr empfehlen und werde die Talks verlinken. Und ja, es war sehr rundum, sehr, sehr nettes, sehr schönes Erlebnis. Man sagt, merkt so, wie die Leute drauf sind vom Organisieren, also die ganzen Freundinnen und Freunde von den Studenten, die das organisiert haben, mitgearbeitet an der Garderobe und so als Host bei den Talks und so. Also es war einfach sehr, sehr nette Atmosphäre. Ach ja.
einmal im Osten auf eine Konferenz würde ich auch gerne mal fahren. Ja, kannst du ja, es wurde auf den Lightning Talks Werbung gemacht für Konferenzen in Polen, die ganz billig sind, so mit Gesamtpackage, mit Hotel und allem. Also ich glaube, die strengen sich sehr an und wollen auch internationales Publikum und englische Speaker. Ja, Polen würde ich nicht so gern, Tschechien auch weniger, aber Slowakei, Ungarn oder sowas. Ja, ja, aber wenn es zu Ruby nicht packen. Ja, wegen politischer Ansichten. Aber in Ungarn ist noch schlimmer als Tschechien. Ah ja, Entschuldigung, stimmt, Ungarn das nicht mehr. Ungarn und Polen. Oder? Ungarn und Polen, ja. Die sind, haben derzeit sehr rechte Regierungen. Ja. Da muss ich halt als Ausländer ein bisschen Angst haben. Aber okay, das ist Tschechien ein anderes Thema. Tschechien ist nicht Thema. So schlimm. Ich würde empfehlen... Ja, stimmt, eigentlich waren Tschechen recht nett, ja. Okay, Tschechien, ich nehme alles über Tschechien weg. Dankeschön. Ich würde doch hinfahren, ja, stimmt. Wenn ich habe dort ich drei Jahre gewohnt, davon, so. Vertauscht. Ja. Hauptsache, er fühlt sich als Deutscher in Österreich wohl. Passt, ja. Ja, das ist ziemlich schwierig eigentlich, ja. Komm, ich bin Amerikaner. Denk was mal, ist, wie ich einfacher. Mich... Ich glaube schon, dass du es einfacher... Vielleicht nicht jobmäßig, aber was meinst du, wie viel Hass ich des Öfteren so auf mich ziehe, ja, einfach nur, weil ich Deutscher bin? Komm, ich meine, so viele Leute finden es irgendwie, machen blöde Kommentare über Amerika, dass ich da... Weiß das, irgendwie ach so, jemand ich, außer mir? Ja, aber Opa. Meine Verwandten, nicht aber meine Verwandten, aber ich meine, meiste von meinen Verwandten. Meine. Also angeheirateten Verwandten. Es ist lustig, wenn sich zwei nicht Österreicher Menschen mehr als in Österreich mehr diskriminieren. Ja, genau. Ja, komm, ich meine... Ami oder dann Biefke? Ja, du direkter Biefke. Was soll das hier? Naja, aber wenn jemand das sagt, Biefke, dann fühle ich mich auch betroffen, da nicht mein Vater deutsch ist. Stimmt, genau. Er ist doppelt geschädigt. Ich nehme alles zurück. Liebe Leute, wir haben schon 1,5 Stunden. Und, ich würde eigentlich noch wenigstens gern die, die XCOM 2 hören, vielleicht. Ja, ich habe das Brettspiel. Und das gute Brettspiel. Oh ja, okay. Das wird wieder 2 Stunden Podcast. Ja. Ich sag's euch gleich. Ich mache nur 8 Stunden schon. Also, irgendwer wird mir helfen müssen. Ja. Computerspiel XCOM 2. Ja, ich habe, okay, ich habe XCOM, die Original XCOM gespielt, nicht Terror from the Deep, das ist einfach nur eine schlechtere Reskin vom Original. Aber gut. Okay, ja, Colin, so okay, das war damals in den 90ern. Ja, und XCOM Apocalypse hast du gespielt? Ja, habe ich. Ja, das war sehr gut. Es hat sehr viele Features, die gefehlt haben und das hat man gemerkt. Aber dann XCOM 1, diese neue XCOM und XCOM 2. Und ich habe gemerkt, bei XCOM 1 und besonders bei XCOM 2, die haben viele von den Features, die die haben wollten, bei Apocalypse eingebaut. Ja. Zum Beispiel VIP-Missionen haben die, die wollten es bei XCOM Apocalypse haben, aber haben es dann in XCOM 2 und 1 eingebaut. Eins ein bisschen, aber zwei mehr. Was ist eine VIP-Mission, eine optionale Mission? Die du Nein. Eine Mission, wo du zum Beispiel jemand beschützen musst oder jemand bestimmten umbringen musst. Mhm. Ja, und XCOM 1, die neue XCOM 1, und XCOM 2, würde ich sagen, ich meine, XCOM 2 wirklich ist eine Evolution von XCOM 1. Mhm. Es ist aber so viel besser in alle Hinsichten, dass man nicht mehr die andere spielen würde, finde ich. Einfach. Gibt es für die schon Additional Content? Oder so ja, es gibt DLC für beide. Mhm. Ich habe gehört, aber für XCOM 2 gibt es nur ich habe das nie probiert, aber ich habe gehört, es gibt nur eine gute DLC und zwar heißt es, ist es die eine mit dem Spark, neuer Klasse, was... Shen's Laughs Gift, das soll gut sein, die anderen nicht. Okay. Dadurch, dass dann du hast aber nur das Vanilla XCOM 2 gespielt. Genau, so. Und fast nur, ich spiele immer Commander Iron Man. So, nichts, das gibt. Also, du kannst nach einem Desaster nicht mehr laden. Naja, das ist ein bisschen schwierig nach einem Desaster. Ist es besser als XCOM 1? XCOM 1 war, wie soll ich sagen, XCOM 1 war so. Das am Anfang, auch bei Classic Mode, anfangs sehr schwierig und dann, so lang, wenn man länger spielt und richtig spielt, wird es immer leichter. Ja.
Ja. Wir sollten jetzt kurz für Hörer, die nicht viele Bierdorfer-Podcasts gehört haben, kurz zusammenfassen, was XCOM 2 überhaupt ist. Das ist ein Squad-based Tactical Game. Ja, Turn-based Strategy Game. Und man muss die Du hast immer vier bis sechs steuerst du, ja? Ja. Rundenbasiert. Rundenbasiert, aber mit einem, man hat einen Base und man kämpft, man versucht den Welt zu die Erde zu befreien von den Aliens. Das ist der Strategiemodus, ne? Und Kämpfe gibt es irgendwie dann taktisch. Ja, taktische Kämpfe zwischen deine Spezialisten und Aliens, ja. Und ihre Soldaten und Mithelfer und ihre Kollaboratoren. Und ein Teil der Menschheit ist korrupt und hilft den Aliens. Nein, nein, korrupt, die haben die Welt erobert. Okay. So, die haben ihre dynastopische, die haben die Welt erobert, okay. Haben ihre Städte und alles. Ja, ich meine, stimmt, du führst ja eine Widerstandsorganisation. Genau, in XCOM 1, du bist so dieses Spezial-Dings der Welt und beschützt die Welt gegen die Aliens, aber XCOM 2 nimmt als Voraussetzung, dass man die erste verloren hat. Ah, okay. So, die Aliens haben alles übernommen. Ich habe gewonnen in XCOM 1. Ja, ich weiß, aber XCOM 2... Nein, du hast verloren. Man hat verloren und man muss die Erde befreien von den Aliens. Okay. Und die Aliens sind unterstützt von der Mehrheit von den Menschen. Aha, demokratiepolitisch sehr bedenklich. Man spielt eigentlich so die Minority. Ja, man spielt die Minority, die sorgen wir, die ja, der Mehrheit versucht ihren Willen aufzuzwingen. Ne? Genau. Und ja, das ist ganz interessant. Ja, ja, und man ist die Remnants, die was übrig geblieben ist von der Original XCOM. Ja. Und man sind die Rebellen, man sind die Insurgency sozusagen. Mhm. Und manche Missionen, man muss, ja, es ist einfach... Es ist auch viel besser aufgebaut. Entschuldigung, ich sehe da jetzt erschreckende politische Parallelen. Eine Minority Party, ja, versucht gegen Aliens vorzugehen, obwohl die Majority mit denen ganz gut zusammenlebt. Ja. Ja, ich wollte auch gerade sagen, das eigentlich. Das ist eigentlich hochpolitisch. Das ne? ist, ich finde das nicht richtig. Wieso kämpfst du gegen die Aliens? Die voll. Du bist doch. Du bist ja. Wieso kämpfst du gegen das Gute? Die Aliens in Wirklichkeit wollen ihre Ethereals retten und das heißt Menschen für ihr DNA to harvest. Ich weiß nicht, was. Ah, okay, ernten. Das weiß man, dass UFOs immer Menschen harvesten. Ja, ja, da liegt es die. Und die Aliens, die Aliens in XCOM 1. Du willst auch wieder die Angst vor Fremden. Ja, Bekannten irgendwie. Na, XCOM 1, man kämpft gegen den Aliens. XCOM 2 kämpft man hauptsächlich gegen Alien-Human Hybrids. Ah. Okay, das ist ein Spoiler. Das ist eigentlich noch viel schlimmer politisch. Ja, das ist ja. Ja, das ist eigentlich hochpolitisch, das Spiel. Und ich meine, sehr, ich meine wirklich, es gibt. Es gibt ja auch Terroranschläge, ne? Ja, die man. Ja. Ja? Ja. Ja, beides. Ich meine, die Aliens, die machen so Terror-Missions, aber das sind gegen resistanten Zivilisten, Leute in den Resistance, ja. Mhm. Und es gibt, lustigerweise, der Spokesman ist zurück auf deiner Seite, wie in XCOM 1, diese Person, die man nicht ins Gesicht nicht sieht, aber es gibt, nein, heißt er der Count Spokesman oder so. Da, und dann gibt es The Speaker und er ist so der Gesicht von den Alien-Regierung und er redet immer und das gibt, man ist sieht... Das ist dieser Steve Jobs-mäßige Typ, so mit Brillen und so. Ja, 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 ja. Und er redet und und ich meine, ich stelle mir die ganze Zeit vor, dass Donald Trump total perfekt zu den Aliens passt. Er könnte totale Werbung für die machen. Ne? Aber die haben ja die ganze Regierung übernommen und alles und die wirklich, es ist alles unter die Unification und of the Elders und so weiter. Ja. Und du spielst Gordon Freeman? Nein, aber ich habe meine Soldaten. Es gibt einen coolen Character Pool, wo man die Charakter erschafft und dann kommen die immer wieder, wenn man das Spiel mehrmals spielt. Es gibt nicht sehr viel Variation. Was meinst du? Nein, es gibt Random und dann kann man
Custom-Charaktere machen, wie in XCOM 1. Mhm. Aber in XCOM 1, wenn man das macht, ist es dieser eine Charakter, die in diesem einem Spiel, in diesem einen Durchgang ist. Mhm. XCOM 2, man macht es und es kommt immer wieder diese Person. Ah, also in den nächsten Spielen. Genau. Mhm. So, man macht es einmal und dieser Charakter kommt dann... Das ist cool, oder? Ja, das ist cool. Ja, das, ich habe eine Liste von, sagen wir, 20 und die sind immer dabei, ja. Und ja, man kann auch manche für die Bösen machen. Man kann Charaktere für die Bösen machen? Ja, das gibt manchmal diese bösen, evil, bad VIPs. Mhm. Man kann einen Charakter machen, der nur als einer von den Bösen erscheint. Mhm. So, man kann... Du designst dir sozusagen den Gegner. Du kannst einen eigenen Feind bestellen. Ja, genau. Mit Namen und allem. Ja. Und Aussehen ein bisschen. Ja, ja. Aussehen auch und alles, ja. Mhm. Ich kann mir vorstellen, wie die zum Teil heißen. Naja, ich habe nur Donald Trump und Strache gemacht. Ja. Und irgendjemand hat mal eine von den ersten Reviews war, hat er eine gemacht, einen Roster von XCOM-Members, von alle waren genannt nach Präsidentialkandidaten von Amerika, so Donald Trump, Hillary Clinton, Bernie Sanders und so weiter, haben alle gegen den Aliens gekämpft. Ja, patriotisch. Ja. Ich musste jetzt kurz einwerfen, hast du die letzte Saturday Night Live gesehen, da versucht Donald Trump die Erde zu retten, weil die Aliens Amerika angreifen. Nein, das habe ich nicht. Und er sagt dann natürlich, das ist alles Fake News und dann zeigt er auf eine schwarze Soldatin und sagt, she's a alien. Ja, ziemlich aufwendig gemacht. Ja, und es gibt nicht mehr die UFOs runterschießen. Mhm. Das gibt nicht mehr. Die aber sind schon da. Die sind schon da alle, ja. Und statt Snake Men gibt es diese Snake Frauen. Die Frauen, die schauen aus wie die sind so wie original XCOM Snake Men. Gibt es die schauen, aber die sind weiblich. Ja, und es gibt auch Sektoren sind ganz anders und es gibt einfach normale Advent. Die Regierung heißt Advent, ja. Und die haben Advent-Soldaten, die einfach, die sind wie normale Soldaten, ja. Und ja, es gibt auch, und statt, dass man die Länder alle sechs, man fängt an mit 12 und dann und so weiter. Nein, es funktioniert so, dass man, das ist nicht die Sache. Mhm. Es gibt jetzt statt, dass die Panik-Level hinaufgeht, mit wenn man nicht diese drei Missionen aussucht, gibt es Dark Events. Und man fehlt von diesen drei Missionen wie Abduction Missions, aber eine davon, es hat einen Dark Event und einen positiven Aspekt. So, man bekommt einen Engineer und man verhindert, dass die Aliens dann alle mehr Rüstung haben oder mehr Soldaten auf die nächsten Missionen oder Chrysalids schicken und so weiter. Und ja. Und am Schluss kann man das Spiel gewinnen, also kann man die Aliens von der Erde vertreiben. Genau, der letzte Mission ist absolut fantastisch, es ist sehr gut, es ist wirklich... Eine gute Story dabei. Ja, es ist, die letzte Mission wirklich hat emotional so einen richtig guten Aufbau. Ich höre raus, das Spiel hat dir gefallen und du hast viel Zeit damit verbracht. Sehr gut gefallen, ja, und ich habe es natürlich auf Linux gespielt. Sehr gut. Wie es rausgekommen ist... hat es nicht gut funktioniert, muss ich sagen, aber inzwischen ist es gepatcht. Es ist viel besser, auch wenn man wie ich eine Open Source Grafik Treiber AMD Karte verwendet. Und es sagt nur, your graphics card is not supported oder so, aber trotzdem kann ich es spielen ohne Probleme. Walter, du hast von einem Brettspiel erzählt. Ja. Bitte. Das Spiel heißt Max and Minions. Und das spielt im League of Legends Universum. Okay. League of Legends ist so ein Multiplayer Mobile Battle Arena. Und ist das ein eigenständiges Spiel jetzt? Also ist ein Brettspiel. Das ist ein kooperatives Brettspiel, rundenbasiert. Und es gibt verschiedenste Missionen, die zu erfüllen sind. Es gibt auch eine kleine Trainingsmission, die einen ins Spiel dementsprechend einführt, wo man die Spielmechaniken mitbekommt. Und man spielt eben einen der Champions von League of Legends und muss dann eben
in der Trainingsmission zum Beispiel eine Bombe in eine Entschärfungsstation bringen. Mhm. Und dann gibt es die Minions, die dagegen versuchen anzukämpfen und diese Bombe zum Explodieren bringen wollen. Und jede Figur, also das wird rundum gespielt und es sehen alle die Möglichkeiten, die die anderen haben, und man hat dann so ein Brett vor sich, auf das man 6 Befehle auflegen kann, die die eigene Figur dann jede Runde durchführt. Also du programmierst sozusagen deine Figur 6 Schritte voraus mit Karten oder mit... Nein, nicht 6 Schritte voraus, sondern es werden alle Befehle der Reihe nach abgearbeitet, von links nach rechts. Von allen Spielern, oder? Von, ja, jeder Person nach der Reihe. Also es gibt eine Programmierphase und eine Ausführungsphase. Richtig. Okay. Also zuerst über Magic. Ich kenne das Konzept nur von Computerspielen, aber nicht von Man von hat eben dann auch jede Runde, glaube ich, 2 Karten, die man dazu anlegen kann. Entweder man legt sie alle nebeneinander und man kann sie aber auch aufeinander legen, dadurch werden sie verstärkt bis zu 3-mal und können dann auch bessere Fähigkeiten ausführen, wie weiter bewegen oder rundherum alle Minions, die in einer Linie sind oder sternförmig oder sonst irgendwie ausradieren und dann, dass ich dadurch sich halt den Weg entsprechend frei. Kann man das dann auch allein spielen eigentlich? Im Prinzip, wenn man will, mehrere Figuren steuern, geht schon, aber es ist natürlich schon interessanter, wenn es mehrere Leute sind. Und ich nehme an, man gewinnt dann als Gruppe, also wenn man das Missionsziel erreicht. Was ist, wenn einer stirbt von den Spielern? Also die Spieler in dem Sinn können, glaube ich, mehr oder weniger handlungsunfähig gemacht werden, wenn die Minions die Spieler angreifen, dann können ihnen auch Befehle gesperrt werden und dann können sie sich halt nicht mehr so gut einbringen, um die Mission zu Ende zu verbringen. Genau, ja. Und es ist eben auch ein Rundenlimit, innerhalb dessen man es erreichen muss. Also dass man am Anfang, dass man am Anfang zum Beispiel quasi versuchen kann, mit den Karten sich dementsprechend aufzustellen, die Befehle dementsprechend zu programmieren, wie es am sinnvollsten ist. Und dann halt, wenn alle Spielenden entsprechend aufgestellt sind, dann halt den Rush machen und die Mission zu Ende. Also du nimmst dich aus und dann versuchst du zum Ziel zu kommen. Okay. Ja. Und es gibt jetzt niemanden, der direkt die Minions steuert, also das ist relativ klar. Nein, die Minions haben ein ganz klares Bewegungsschema, was auch von Mission zu Mission unterschiedlich ist. In der Einführungsmission geht es eben um diese Bombe, die man in die Entschärfungsstation bringen will, soll, und die Minions bewegen sich alle Richtung Bombe immer. Die haben eben so Spawnfelder, wenn dort am Ende des Zuges kein Minion draufsteht, dann spawnt dort ein weiterer. Das heißt, es reicht nicht nur die am Anfang da sind, auszuradieren, sondern die kommen immer wieder nach und das, dementsprechend muss man halt schauen. Und man selber würfelt oder was hat man? Nein, also es gibt eben die Karten, die man im Reihum aussucht und dann. Also du hast mehrere mögliche Karten und kannst dann aussuchen, welches programmierst. Okay. Nett, ja. Das heißt Mechs und Minions. Mechs und Minions, okay. Und das, wie hast du das Spiel kennengelernt? Ich spiele League of Legends und schon einige Zeit und dort ist eben das Spiel eben. Im Splash-Screen, also im Startbildschirm ist es beworben worden. Das heißt, ein Computerspiel hat dich dazu bewogen, ein Brettspiel zu kaufen. Genau, und ich habe es tatsächlich zu Weihnachten abgeholt. Ja. In einem Blumenladen, wo das Paket halt hinterlegt war. Okay. Und am Tag zuvor habe ich eben den gelben Zettel im Postfach. Hast du schon Leute gefunden, mit denen du das spielen kannst? Ja, ich habe es dann mit ein paar Freunden vor ein paar Wochen auf einer Geburtstagsfeier zum ersten Mal gespielt. War nett. Ja, war durchaus sehr, sehr interessant und nett. Ja, cool. Mag noch jemand ein Schlussstatement machen? Naja, die Themen mache ich nächstes Mal. Wir sind bald auf 2 Stunden. Und ich glaube, das ist ein schönes
Genau, Thema aber für euch, liebe Hörer, es ist noch lange nicht vorbei. Ich habe nämlich 3 Interviews gemacht auf der PyCon und die werden alle von mir persönlich hinten angeschnippelt. Viel Spaß beim Hören. Ja, dann verabschiede ich mich. Wir sehen uns nächsten Dienstag. Und wenn Sie mitmachen wollen, 19.30 Uhr Zypresse, Westbahnstraße 35a. Nimmt der jetzt noch auf? Oder? Ja, ja, der Akku ist noch nicht leer. Also, ob das Bildmaterial verwendbar ist, weiß ich nicht. Du bist nämlich ziemlich unscharf. Rhonda ist scharf. Du bist schärfer als ich. Das überrascht dich jetzt. Schärfer. Innere Werte. Mein Essen war auch ziemlich scharf. Es war sehr lecker. Ja, kann ich empfehlen. Ja, so auch definitiv. Als vegan Konsument beim Okay, ja. Gut zu wissen. Ja, also ich mag das Essen hier sowieso recht gern. Einmal pro Woche ist es Pflicht. Mehr öfter sollte ich es einfach nur nicht essen. Also, nehmt ihr es noch auf? Ja. Ach, hätte ich nicht erzählen sollen? Na, ihr wisst. Ja. Okay. Na gut, und da die Rhonda lobenswerterweise live mitgeschonotet hat, also Zeitstempel und zumindest Zeitstempel und schickst du mir das als E-Mail? Klar. Weil dann kann ich versuchen, erstmals Chapter-Marks zu machen. Das ist ganz cool. Manche Player unterstützen das. Also hoffentlich kriege ich es zusammen. Ja, yeah, dann würde ich sagen und tschüss. Und tschüss. 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 12th March 2017, Python SK, speaking with Paragraph. Yes, hello. How is everyone? Hello. We must... Okay. Please tell me about your Google Summer of Code experience. Google Summer of Code 2016 was a really wonderful experience. I spent my time working with Gensim, which is an open source organization which deals with the topic modeling in Python. I had a wonderful experience because I had great mentors who were there with me every step of the way. How old was you at the time? I was 21 at that time. Yeah. And the program was so good, I want to do it again one more time and maybe do it once more as a mentor if possible. You was finished with university? No, I am right now technically a student, but I'm working in a research lab. No, so, as you made the summer of code. No, I was still a student at that point. Still a student. Yes. And how would you choose your own coding skills at that time? At that time, I think I was okay, but I think that honestly, it was a lot of hard work which I put in the beginning, and now because of the program, I think I'm a much better coder. Okay. So I would definitely recommend the program for anyone who enjoys open source, wants to give back to the community. And definitely for someone who wants to improve as a programmer, because I think at the most I've improved as a programmer and I've become a part of a community, an open source community, and I'm really grateful for that. What was your experience with the open source community prior to the program? I used a lot of open source software. I used almost only open source software, but I would never actually contribute back as often. Around 1 month before Google Summer of Code, I realized that I use a lot of software, so it would be nice for me to also contribute back. I contacted some of the Google Summer of Code mentors saying, how can I be a part of the program and how can I be a part of the community? So I started being active on their issues, on their pull requests and on their mailing list. And I slowly, before the program, I got better with open source. And after it, I think I'm a lot more comfortable. Now, are you active in some open source projects like Gensim? I'm still very active in Gensim. I did not think I would be active 1 year after Google Summer of Code. But even 1 year afterwards, I like to contribute a lot. I like to be active on the mailing list. And what started with Gensim has now spread to a lot of libraries. I've a regular contributor on 4 to 5 different machine learning open source libraries. And I have to thank Gensim and Google Summer of Code for starting me to become a member of the open source community. Did you meet some personal friends, also that you don't meet online but in real life, through all this Google Summer of Code or through meetings and mentoring? So the wonderful thing is I've spoken at 2 PyCons because of Google Summer of Code. My previous experience with Google Summer of Code has given me the ability to speak at PyCon France and PyCon Slovakia right here. And because of this, I've met wonderful people at both the conferences and I've had a great time listening to great talks. So even though it was not a direct connection through Google Summer of Code, it has led me to the world of open source and Python. And through that, I've met some wonderful people. So we can say indirectly involvement in open source and Google Summer of Code improved your social life? Definitely, I would say that, yes. Very cool. Yes. Do you want something to add? What is the best way for someone who has not very much coding skill and don't know exactly what Google Summer of Code is, how to get involved?
Yeah, so I would say that just reach out to mentors. Mentors are always very helpful and want more students to take part in the program and want more contributors. So just go ahead and not be scared. Everyone is a beginner at some point, and everyone will start somewhere. And it's a really good place to start. So even if you know nothing, just start learning Python and looking at the organization and see whatever small thing you can do. It can start at documentation, but could end at you writing a whole package. So just start. That's the most important thing. So you just need to say that you're willing to contribute. Definitely. Okay. I definitely agree. Yes. And your mentors will then show you what to learn and how to skill. Yes, definitely. And soon after you start out, you will end up becoming good enough to do your own work. Yes. Have you already mentored some, as in a private level, mentored some younger students to contribute? Or? Well, I have my juniors in my university who are maybe 2 or 3 years younger than me, so not much younger. Yeah. My younger brother is 15 years old, so he's another student who I would like to see as a brother and a student. And I hopefully, at some point, I would like to be a proper Google Summer of Code mentor and mentor more students to take part in open source. Very cool. Thank you. It was a pleasure. 11 March 2017, speaking with Juan Luis. Juan Luis, yes. Juan Luis from Spain. Juan, hello. Hello, nice to meet you. You had a very inspiring lightning talk at PyCon today about Python conferences in Spain. Can you, in a very loud voice, give a summary? Yes, well, the thing is that in the last five years, the Python Spanish community has been growing a lot. And this year we're holding 3 medium-sized to big events. The first one is going to be the PyData Barcelona, which is actually the second PyData that is held in our country. And it's going to be an event about data analysis and stuff like that. Data means is it's connection between Python and databases, or Python and open data? Or? Yeah, well, more related to Python and big data science, okay, and stuff like that. Yes, with using Python, but not necessarily. There's also there are going to be talks probably about using R or Julia, other kind of tools and languages. Okay. Mm-hmm. And this is in summer. This is going to be in May. In May, okay. PyData in Barcelona. The website is already online, and also the call for papers is already open. This was just one of 3 conferences. Exactly, this was one of them. Then the next one is going to be the big PyCon in Spain, which is held in Cáceres. And this is a Spanish PyCon, or it's a European PyCon? So this one is the Spanish PyCon. It's okay. Is this interesting for people who don't speak Spanish? So will there be English tracks? Last year we already had some talks in English. Yeah. We are trying to move in that direction. And this year we are going to have a bunch of sponsors coming from other countries. Yeah. So we have a lot of pressure to make it accessible also to people that don't speak Spanish. So you think you have one track with English talks? Yeah, I think so. Okay. Mm-hmm. Nice. Yeah, and it's going to be like around 400 people with a weekend full of talks and another day of workshops. Where, in which city will that in Python Cáceres. Be? In? Cáceres. Cáceres. It's a city very close to Portugal, and it's where some episodes of Game of Thrones are being recorded. Is that where you showed a picture of a cathedral and you said maybe inside the cathedral? Yeah, because one of the venues that we're considering is an old abbey or cathedral, so it's going to be special also in that respect. And then you said something from the north, from San Sebastian. Exactly. Then the last big event of the year is going to be in San Sebastian, in the north of the country, in the Basque country. Mm-hmm. Very close to France, with good communication with airport too. And so this is actually not in Spain, but in Basque country? Yeah, the Basque country is a region inside of Spain, but it's called a country. Confusing with Andorra. Yeah, Andorra is a different country, but yeah, the Basque country is a region inside Spain. Mm-hmm. And this, it's a bit smaller, but since the beginning they already had this very positive attitude towards people from other countries. There are people from abroad that are coming to give talks. So I guess everything is in a Python conference, but they aim to be international. Exactly, yeah. Yes. So it will also be interesting for non-Spanish speakers, you think? Yeah, definitely. Okay. And it's a generic Python conference, so without a specific. Yeah, I think it's generic. These guys are from the university and they do a lot of medical imaging, signal processing and stuff like that. Yeah. But I think that the conference is for general purpose Python. Yeah, I've never been there yet,
But I've been told that it's the most fun of all the events that are taking place in Spain. Yeah, because they organize it like being in a small family, you know, mm-hmm. and they take up very seriously having fun and having a good time apart from all the talks and everything. So I definitely recommend going there. And you personally recommend, I think, the event of the near the Portugal border. Well, you're one of the organizers. Yes, I'm one of the organizers. It depends on what you want. If you prefer something smaller with more international atmosphere, I would definitely recommend the event in San Sebastian. Mm-hmm. If you want something bigger, maybe you want to get in touch with the Spanish community, definitely the PyCon in Spain is the way to go. And if you're more interested in the data science, big data analysis scene, and also getting in touch with people from Continuum Analytics, Nonfocus, and more international speakers, then the PyData Barcelona would be my choice. Okay. Well, thanks, and thanks for promoting. Thank you very much. March 2017, speaking with Waldemar Schwabenski from Slovakia. Yes. Hello, Waldemar. Hello. Congratulations to your talk on PyCon Bratislava. Thank you very much. This was not your first talk about this topic? No, I had a similar talk on Czech PyCon last year. What was the previous talk named? The previous talk was From Zero to Hero, and it was also about teaching and learning. And are you primarily a Python teacher, or do you teach different subjects at your university? I also teach different subjects, but the main specialty is Python. So you're paid for teaching Python? Yes, exactly. And you teach at a university, do I understand that correctly? Yes. This is a university for technical engineers, or can you talk a bit about this university? Yeah. It's a faculty of informatics mm-hmm. at Masaryk University, and it's a computer science university, so there's basically computer science curriculum and mathematics. The students you teach, you say sometimes they're beginners. Do they have any programming knowledge prior to coming to your courses? Like Java or... Some of them have some knowledge from high school, but it's usually not on a very high level. And in Slovakia, many schools still do Pascal programming on high schools. So some of them know Pascal. Some of them know maybe a bit of C, but other languages are not that... Some of them also do PHP or web programming and JavaScript. Yeah. Can you tell me about the situation in Slovakia regarding to learning to code? Is it mandatory that every high school student who applied to university with 19 had some coding skill in his lower schools, like middle school, or dependent on the school? It depends on the school. It's recommended to teach programming in high schools, but it's not enforced for every school. So sometimes some students pass their high school and apply for university and never programmed before. But then they want to become a computer scientist. Yeah, it's possible to go to a computer science university and without prior knowledge of programming. And then it's your job to bring them to at least some coding level. Yes, exactly. Had you the liberty to choose Python as a programming language for beginners, or was this forced upon you by the university? Our university first offered C for programmers, but they found it for beginners, I mean, but they found it quite difficult. Mm-hmm. So then we switched to, for the first year, first semester, Python, and then afterwards, second semester, C, and it seems better this way. And is the Python still used in higher grades of the university? Also, can they obtain some specialization courses or make use of the Python they learn by you in their academic career? At our university, there is also advanced Python course, mm-hmm. which is offered by Red Hat, by mm-hmm. a private company. So they do more technological stuff in Python. Like different technologies which are used on web or in other corporate areas. Our Python is mostly introductory to programming. We mostly teach programming concepts, not many details of Python language. Did you had any experiments with other programming languages, especially for beginners, like visual programming languages like Scratch or such? Like, yeah, actually, we have a research team on our university which works on
I would translate it as robot mission, and it's something like Scratch. Mm-hmm. You program there by connecting blocks of code mm-hmm. visually, yep. and the goal is to navigate a spaceship yeah. in the space and collect. But this is done by 18-year-old students. This is developed by university students, but it's developed for kids. It's for kids, it's not yeah. for the university no. students. No, no, no. Okay. And in our university, we also then teach other languages. There is C, C++, C Sharp, Java, and these languages which are prominent today. And can you say how you learned Python yourself? Myself, mostly from books and online yeah. resources. And I think that for Python, there's a great many of high-quality resources, yeah. so you have no trouble if you look at the internet to find a good book or a good video course. You told in your talk that you learned in a after-school programming club run by a teacher of yours, yes. Yes. computer club. Can you talk about that? What was teach there? So what concepts or programming yeah. language? It was in our high school, and so you was about 15? Something like that, 16, yeah. 17. Okay. And so it was in our high school. As I mentioned, many high schools still use Pascal, so it was in Pascal, but mostly we were learning programming concepts like okay. binary search, sorting algorithms, and these basic principles. You made a cartoon in your speech about a teacher who has no clear idea what he's teaching, and yeah. an unhappy student. Was that this afternoon? No, actually, my... like my normal classes I would have in my high school were really bad, mm-hmm. but this after school club yeah. was run by two teachers who were really enthusiastic mm-hmm. and who really knew what they are doing, knew their job. So the club was really great, and I learned most of my programming over there. And you mentioned, because I found it very interesting, that you also found friends in this afternoon club who shared your interest for coding. Is yes, correct? Exactly. And do you think this finding friends influenced your decision to develop a career into coding? For me, no. Actually, there is maybe to some extent, mm-hmm. yes. But what I think influenced me the most were the teachers who were really enthusiastic mm-hmm. and about programming and gave us great and challenging tasks yeah. which interested me. So that was the main motivation for me to choosing study computer science further. Then you mentioned in your talk that you was voted best teacher of the year. Can you explain, because I don't know the concept. Is this a national-wide election in whole Slovakia, or was this only from your university? It was sort of a competition at my university yeah. and students and other older teachers voted for okay. For candidates. What and is the prize you get for it? There was some financial prize, but okay. mostly recognition for okay. for your work. So nice. And did you spoke with other winners of this prize? Also, did you compare what makes a teacher really good? Yeah, actually we have really good teachers in our university, mm-hmm. so we share our mm-hmm. our experience among each other. And there are also courses which want to train teachers. And this competition was not only for co-teachers, but for all yes, it was subjects. for the whole university, mm-hmm. so for other faculties than okay. computer science. And is it dependent, can only the students in your course vote? So like if you have a very small course, then you have higher chances of getting a good result because you have 100%? Yes, actually the students, who mm-hmm. The main decision were older teachers, like professors so recommended me. Peer-reviewed. Yeah, but the students, it was exactly like you said, only mm-hmm. the students whom I taught okay, yeah. could vote for me. Mm-hmm. So not from other courses. But this introduction to Python course is mandatory for new students? Or yes. So you must go there? Yeah. So you had, I imagine you had quite a large audience. I had two classes of around 20 people, so total mm-hmm. of 40 each semester. Oh. There is in the course, actually this year there were 600 students. But we have a lot of teachers on the same level like me. So you split them in yes, mini classes for teaching? Yeah, and they are split into
groups for 20 people. So there were 30 groups each per 20 people, and I was responsible for two of the groups, and other teachers had other groups. I see, okay. Can you explain about this concept? Is this splitting into small groups necessary because you use a computer lab? Or why is there not a big lecture where everyone sits? And yeah, there is a lecture. Mm-hmm. There is a two-hour lecture per week, and then there is a two-hour, we called it exercise lab. Okay, yeah. Where you actually practice mm-hmm. in a computer room where you program something. So the students don't bring their own laptop? They can if they want to, but there are computers available for everyone. And for doing their homework, the students need to go to this lab? No, they can do it at home or mm-hmm. on their laptop anywhere. But they can use the school computers even during the weekends or when they want. Can you explain how high is the percentage of female students you have in these beginner courses or workshops? Mm. In the whole faculty, there are around 15% of all students are women. Yeah. And in this particular course, around 20 to 25%. So more and more women are coming usually to study computer science. And since this is a course for first year students, mm-hmm. then there is usually a higher percentage. So around fifth or quarter of the students are women. Did you notice any difference between female and male new coders? So students new, so 18 year old and new to code? You hinted a bit at that in your talk, but can you explain? That's a good question. To answer it, I really have to generalize. So, so it's just my point of view. I forgot to ask the name of the university. Masaryk University in Brno, Czech Republic. Okay, Brno. From my experience, sometimes men want to work alone, to fight with the problem alone and want to figure it out by themselves and don't want help. Mm-hmm. And always women are always cooperating. Mm-hmm. So when there is a new class, you see that two or three women sit mm-hmm. next to each other, and then they immediately start talking and giving each other hints and comparing solutions. Yes. So even without me telling them to mm-hmm. help, they already help themselves. Yeah. So they always are, from my point of view, more cooperative. Mm-hmm. Do you have any insights or talked with some students why generally there's a low female percentage of computer science students? Well, this is a good question. For there are groups for popularizing computer science for women in Czech Republic. Mm-hmm. They're called Czechitas, and mm-hmm. in Slovakia it's called IT v IT, which means U2 in IT. Mm-hmm. And they have also some studies about this. Like they published questionnaires and went to high schools to mm-hmm. speak with girls in high schools Can we generalize that there is a massive, at least the society or the state or republic tries to get more women into tech? Yes, definitely. So they would have more, they would have better data research, but it's the word of the street in the students. Yeah, from what I've read and from what I spoke about with my students, it's sometimes that girls on high schools don't believe their skills. Mm-hmm. So I'll again generalize massively, but men are usually more confident in their mm-hmm. skills and they believe they can just go for it and do it. And sometimes women don't believe in themselves mm-hmm. that much, or they are afraid that computer science is mostly male subject. Yeah. Mm-hmm. So they are afraid that they won't be as good in there. But it's just everything is about their, you know, self-image, if you believe you can do it or not. As a teacher of Python, have you one good advice you can give to people new to teaching Python that you especially wished you had known earlier as you started teaching?
That's a good question. I definitely think it's great to support teamwork in your class. So I encourage my students to get to know each other and to help each other, even in homeworks, for example, which are normally should be done individually. But I encourage them that if you help each other, you'll learn faster. So you encourage cooperation. Yes, exactly. I think that in many, like in Western Europe and USA, it's often this individual work and competition between each other. And I think in schools it's a better way. And there is also some research on this, whether cooperation or competition is better for learning. And I have great results with when I have my students cooperating, and they also learn some communication skills and explaining their code to someone else. And when you work at the company, you are never isolated, so you cooperate with your colleagues in a company. So I think it's a more natural way. Is there some soft skill, I don't mean coding itself, but something other, like understanding GitHub or so, that you would recommend especially to people new to programming as a very important skill they should focus, even if they have not coded a single line themselves? As a skill that is not very obvious for a newcomer, but for you as an experienced teacher, you say that is something that you need to be taught. You use the term soft skills, so for me soft skills are more connected to how you communicate with other people. No, and I just mean skill that is not a programming skill. Okay. It's what's really hard for beginners is this kind of algorithmic thinking. Yeah. So when you have some kind of problem or word problem or task. So to split a task into Split task into one piece and sort of analyze them and connect together. So methodical thinking and methodical problem solving. Yes, exactly. Yeah. This is very hard for some beginners. Okay, yes. Well, thanks for this interview. Thank you very much. And have a good trip home. Thank you.